Dann fangen wir ganz pünktlich an. Herzlich willkommen zu einem Sonderwebinar. Sonderwebinar, das MAC 5.0 Script, sozusagen die Lösung, die Fortsetzung für Fortgeschrittene. Ihr habt ja schon, der eine oder andere, weiß ich definitiv, schon Webinare gesehen. Und deshalb ist das jetzt die Fortsetzung. Heute bringe ich euch mal eine Lösung, eine denkbare Lösung für verschiedene Sachen, die ihr auch so eingeschrieben habt. Jetzt ist es erst 11, dann aber da waren wir zu früh. Okay, also trotzdem, wir fangen an, machen einfach weiter. Ich habe ja in der Anmeldung zu diesem Webinar erfragt, welche Beschwerden vorliegen. Und da haben alle irgendwas eingetragen. Und da stehen so Sachen drin wie Erlösung vom Leid. Gut, das ist eine Möglichkeit, das so zu formulieren. Aber es stand drin MS, Autoimmunprozesse, COPD, also alle möglichen Herzkrankheiten, Rheuma. Diese ganze Bandbreite chronischer Erkrankungen, auch schwerwiegende Erkrankungen, war da. Das heißt, jeder, der heute hier ist, also nahezu jeder, ich habe es jetzt nicht exakt überprüft, aber nahezu jeder, der heute hier ist, hat einen Grund, an seiner Gesundheit so ein bisschen zu zweifeln. Oder ist in einem Gesundheitszustand, wo man sagt, der könnte besser sein. Wenn ich ab und zu mal so abgelenkt ausschaue, dann schaue ich hier auf den Warteraum, um noch ein paar Leute da beitreten zu lassen. Also jeder hat einen Grund, hier zu sein. Ich weiß nicht, ob ich für jeden eine Lösung habe, aber es geht mir auch nicht darum, dass ich jetzt unendlich viele Patienten oder sowas für mich einsammle. Es geht darum, dass ich die Botschaft rausbringen möchte, dass wir unseren Zustand Patient beeinflussen können. Dass wir entscheiden können, wie gesund wir sind. Das kann mal eine Entscheidung verlangen, dass wir mal aus der Komfortzone rausgehen. Definitiv. Aber wir haben unendlich viel Macht, unseren Gesundheitszustand und Wohlfühlzustand zu definieren und auch zu erreichen. Wir sind nur durch verschiedene Sachen von außen so getriggert und trainiert, dass wir das gar nicht wollen. Dass wir als Patientenschaf da einfach weitergeschoben werden und halt immer wieder für Konsum sorgen. Aber wenn wir uns ernst nehmen und Selbstfürsorge ernst nehmen, kann das ganz anders ausschauen. Und das ist meine Mission. Das mal kurz so als Vorgeplänkel, warum ich diese Sachen mache. Weil ich eben denke, dass diese Informationen, die ich verbreiten kann, auch an Dr. Selz oder die Österreich, ich bin jetzt auf der Schweizer Gesundheitsplattform QS24, bin ich jetzt wieder mit vertreten, war schon ein paar Jahre vertreten. Wir haben nochmal eine Serie mit Videos gedreht. Am 1. Mai war das erste jetzt im YouTube-Kanal. Ich schicke euch den Link mal rum, das ist ein super Sender. Und die haben das so, dass die sagen, ja, wir machen noch auf YouTube, aber irgendwann werden die uns sperren, weil wir einfach zu alternativ sind. Und wenn das passiert, haben wir unsere eigenen Server in der Schweiz. Das heißt, die sind dann unabhängig. Und deshalb bin ich bei diesem Sender mit dabei, weil einem da technisch und zensurmäßig nichts passieren kann. Also wir müssen wirklich schauen, dass wir mit diesen neuen Methoden, wenn auch so neu sind die gar nicht, mit diesen etwas alternativen Methoden, wirklich auch Gehör finden können und Plattformen finden, wo das geht. So, das war jetzt die zweite Vorgeplänkel. Jetzt gehen wir aber richtig los. Ich habe keinen Vortrag mitgebracht, ganz klar. Und den blenden wir jetzt mal ein. Und mit etwas Glück seht ihr jetzt eine schöne Folie mit einem lächelnden Gesicht, ne? Ja, genau. Passt doch schon. Noch wieder ein paar reinlassen. So. Wunderbar. Darum soll es heute gehen. Mit Absicht gesund. Das ist ein Thema, das mich schon lange verfolgt. Also das ganze Motto meiner Praxis war schon immer mit Absicht gesund. Titel meines ersten Buches und so weiter. Und ich denke, das ist ein Begriff, den man auch weiterbringen kann, weil der immer wieder aktuell auch bleibt. Und es geht darum, wie wir unsere eigene Selbstheilung generieren können, wie wir zur Selbstliebe finden können, wie wir Selbstfürsorge ernst nehmen können. Denn wenn man es genau nimmt, sind wir zur Selbstfürsorge verpflichtet. Wir selber für unsere eigene Gesundheit und für unsere eigene Selbstfürsorge. Und wir sind nicht arrogant, wir sind nicht egozentrisch oder narzisstisch, wenn wir für unsere eigene Gesundheit sorgen, auch wenn das anderen von den Maßnahmen her vielleicht nicht passt. Da darf die Selbstfürsorge durchaus gewinnen.
Ich habe jetzt ein ganz akutes Beispiel, eine Patientin, mit die vor 1,5, 2 Jahren Dickdarmkarzinom diagnostiziert bekommen hat und was dazu halt so passiert mit Operationen und Ähnliches. Und da hat man die Hintergrundthemen wunderschön aufsortiert. Also sie konnte quasi wiederholen, runterbeten, soweit zum kognitiven Teil, aber es war noch eine Sperre zum emotionalen Teil da. Das heißt, sie hat noch nicht den Zugang, den freien Zugang zu den eigenen emotionalen Schatten bekommen, um sich wirklich zu heilen. Und jetzt, wo wirklich nochmal so ein Schlag reinkam von der Diagnostik, jetzt hat sie dann zwangsweise diesen Schritt getan und hat gesehen, okay, jetzt weiß ich, wovon wir die ganze Zeit lang reden. Ich habe es jetzt begriffen, dass das wirklich das Störfeld ist und dass ich so heimlich mich immer an diesem Störfeld doch wieder bedient habe. Und jetzt hat sie die klare Entscheidung getroffen, dass dieses Störfeld keine Rolle mehr spielen darf. Und ich glaube, jetzt ist auch der Weg für die Heilung frei. Wir finden das immer wieder, dass wir durch Familie, durch Religion, durch was auch immer für Sachen von außen uns gezwungen sehen, bestimmte Sachen zu tun oder zu lassen. Es geht darum, in der Selbstfürsorge geht es darum, dass wir uns in das Zentrum des eigenen Lebens stellen und gut für uns sorgen. Und Sie kennen alle im Flieger diesen Spruch, wenn der Druck abfällt, kommen diese gelben Masken aus der Decke, erst die Maske, dann den anderen helfen, selbst wenn es das eigene Kind ist, erst die eigene Maske. Und das gilt auch hier bei diesen schweren Krankheiten. Erst die eigene Selbstfürsorge in ernst nehmen und die Kraft aufbauen, dann kann man wieder anderen helfen. Manche spielen da den großen Märtyrer und sagen, ich habe mich für euch aufgeopfert. Das zählt nicht. Da gibt es keinen Pokal dafür. Ja, das ist auch eine Unverschämtheit, anderen die Schuld zu geben, dass wir nicht in die eigenen Pötte kommen für die Gesundheit. Und über solche Sachen wollen wir uns heute so ein bisschen unterhalten und der eine oder andere wird sicherlich was mitnehmen und vielleicht auch dann eine Entscheidung für sich treffen. Ich wünsche es mir, dass es in dieser Form auch so geht. Dieses Bild kennt jeder, der meine Vorträge schon mal gesehen hat. Was ich hier berichte, ist meine Sichtweise. Ich weiß, dass ich auch meine Blindspots habe. Dafür habe ich dann meine Frau oder wen auch immer, die mir dann sagt, da hinten gibt es aber auch noch was zu sehen. Und das ist immer wieder schön. Aber wenn ich sozusagen nicht ihre Sichtweise treffe, ist das, wie will ich sagen, beabsichtigt, aber das ist okay. Ja, also das ist halt so. Das wird bestimmt mal was anderes auch sein. Es geht darum, dass wir, jeder für uns, dass wir Zeit für die Gesundheit finden. Und das, was Sie jetzt gerade machen, Sonntag früh, 11 Uhr bis, wir wissen noch nicht genau, ist Zeit für Ihre Gesundheit. Ja, ich hoffe, dass Sie so viel mitnehmen, dass Sie noch mehr für die Zeit für die Gesundheit dann bereit sind zu opfern, was Sie sagen, na, opfern eben nicht, ja, sondern investieren. Das ist ja gar kein Opfer. So, bei diesen Webinaren, Seminaren muss ich immer diesen Disclaimer zeigen, dass das alles nur Information ist und dass es kein Heilversprechen beinhaltet und dass das auch keine ärztliche oder psychologische Behandlung ersetzt. Obwohl ich selber Arzt bin, muss ich als so Zeug immer wieder erzählen. Also ich mache auch keine Fernbehandlung mit diesen Kursen. Also zumindest nicht mit den öffentlichen, so wie hier. Es gibt schon ein paar Fernkurse, wo ich Heilung mache, Fernheilung, aber jetzt nicht auf der Plattform. So, ich bin, für kurz für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Volker Meissner seit über 40 Jahren Arzt und seit über 35 Jahren beschäftige ich mich mit dem Phänomen der Selbstheilung. Ich habe seit über 30 Jahren mittlerweile eine Praxis für Ganzheitsmedizin in Königswinter in der Nähe von Bonn. Habe angefangen als Akupunkteur, bin dann über die gesamte TCM in alle möglichen Bereiche reingekommen, Homöopathie, was es alles gibt. Und jetzt habe ich meine eigenen Sachen zusammengestellt und habe das als Solarmedizin zusammengefasst. Und behandle als Privatarzt, also ich habe keine Kassenzulassung, behandle ich halt Menschen aus aller Welt, denen es in der Regel nicht so gut geht. Also ich habe keine Laufkundschaft, sondern zu mir kommen die Menschen mit langer oder schwerer Krankheitsgeschichte und oft eben so ein Buch an Befunden dabei. Ansonsten habe ich mich seit einigen Jahren nun dem Medical Coaching auch verschrieben. Coaching heißt, dass ich nicht behandle, sondern dass ich durch Fragestellungen, durch Gespräch dem Patienten helfe, selber draufzukommen, was er braucht. In Kurzfassung. Wir kommen da gleich noch dazu. Dann bin ich leitender Arzt der mit Absicht Gesund GmbH. Das ist ein Gesundheitszentrum, wo wir verschiedene Sachen anbieten.
der gesundheitlichen Diagnostik, aber auch der unterstützenden Therapie dienen. Und ich bin Präsident der Deutschen Akademie für Energiemedizin und Bioenergetik und beschäftige mich mit dem, was ich heute hier vortrage, halt eben auch wissenschaftlich. Das heißt, ich bin auf einem ganz, ganz guten aktuellen wissenschaftlichen Stand bei dem, was ich hier erzähle. Worum soll es heute gehen? Es geht um die physische, mentale und psychische Gesundheit, wobei ich Gesundheit weiter fasse, deswegen auch dieser Rettungsring da drüben. Das ist das Pentagramm, mein Gesundheitspentagramm. Ich sehe nicht nur Körper, Geist und Seele als Einheit verbunden, sondern eben auch die soziale Einbindung und die spirituelle Anbindung. Also deswegen das Fünfeck bei mir. Und es sind eben viele Gelegenheiten, wo man sagen, ja, manche Krankheiten haben halt ihre Ursachen oder ein paar ihrer Ursachen auch in der vielleicht toxischen sozialen Einbindung oder in einer sehr stark dominierten und nicht verstandenen spirituellen Anbindung. Und da kann man dann auch sehr gut weiterhelfen, wenn das einmal klar wird und man diese Einflüsse von außen eben dann wegnehmen kann. Wir wollen uns mit dieser Kurve heute beschäftigen. Wie komme ich vom Punkt 1, wo es mir noch schlecht geht, wo ich Symptome habe, zum Punkt 3, wo das weitgehend weg ist, wo man so ganz okay ist, so lala, ja, mit diesem Schmerz kann ich leben und was man alles so Sprüche für drauf hat, wo ich sage, nee, dass wir dann vielleicht noch weitergehen Richtung 4 und in Punkt 5, wo man definitiv keine Symptome mehr hat, wo das glückliche Leben beginnt da oben, da steht zwar Ende, aber das ist der Eingang zum glücklichen Leben. Wenn man da hin will, auch wenn es einem gerade also echt schlecht geht, wo man sagt, weiß gar nicht, ob ich jetzt da in einem halben Jahr mir noch Gedanken um Weihnachten machen soll, auch das kann man angehen, kann sagen, okay, ich kann mir mein Leben auch völlig anders vorstellen, wenn ich mich aus dieser Rolle als Patient mal rausschieße. Dabei möchte ich ihn helfen. Wenn man nichts tut, heißt nicht, dass nichts passiert. Also unterlassen ist eine Tätigkeit, ist ein Verb, ja, eine Tätigkeitsform. Und wenn die Gesundheit einer Rolltreppe ähnelt, die gerade auf dem Weg nach unten ist, dann ist es durchaus gefährlich, wenn man nichts tut. Wenn man einfach stehen bleibt, weil dann geht es halt runter. Und dann gibt es dann die aufgeschlossenen Leute, die sagen, okay, dann drehe ich mich zumindest um und schaue, da oben ist ja die Gesundheit, tun aber nichts. Das heißt, die fahren dann rückwärts ins Chaos. Das ist jetzt keine echte Alternative. Wenn ich da bleibe und nichts verändere, es gibt ja Leute, die können so richtig intensiv warten, können sich aber auch darauf verlassen, dass halt nichts passiert. Also wer will, dass nichts Positives passiert, muss einfach warten. Exzessives Abwarten ist der Garant für das negative Ergebnis. Und diese Davidas, haben vielleicht auch schon manche gelesen bei mir, die Davidas, das ist eine Abkürzung, das sind die Leute, die immer sagen, das weiß ich doch alles schon. Diese Menschen sind schwer zu therapieren, gehören dann auch nicht wirklich zu meinen Patienten. Deswegen auch das Vorgespräch. Ich führe mit meinen Patienten, Coaches, immer ein Vorgespräch, um herauszufinden, ob wir denn überhaupt zusammenpassen. Und so ein Davidas passt einfach nicht zu mir. Denn der würde ja versuchen, mir seine alte Haltung aufzuzwängen und die als gut zu verkaufen, wo ich dann immer sage, ne, die hat sie doch ins Chaos geritten, wieso sollen die so gut sein? Und das verstehen die nicht und deswegen wird das auch nicht. Es gibt Menschen, die schauen sich jede Menge YouTubes an, kostenlose YouTubes von allen möglichen Experten und Influencern und wie die alle heißen. Und dann sage ich immer, ja, ist klar, wie viele kostenlose YouTube-Filme musste die Anne-Sophie Mutter anschauen, damit sie so gut Violine spielen kann? Ja, das YouTube ist gut, manche Leute, wie hier Dr. Selz oder so, die sind einfach richtig klasse, die machen tolle Wissensvermittlung, aber sie bringen nichts Individuelles. Also sie finden sich dort nicht als individueller Patient. Keiner übersetzt ihnen das, was da in dem Video ist, auf sie, wie das auf sie bezogen stimmt. Wenn ich die Leute, meine Patienten frage, was nehmen sie denn so? Dann erzählen die mir was von Vitamin D und von Zink und von diesem ganzen Zeug. Ja, warum? Ja, ich hab da mal was gelesen. Ich habe im Internet und so. Ne? Also es gibt Quellen, die man dann annimmt und dann macht man das auch, aber es ist kein Konzept dahinter. Ja, das ist Puzzlespielen ohne Vorlage. Das ist so eine Sache für sich, das klappt nicht immer. Oder Apothekenumschau oder sowas, ne? Die Senioren Bravo. Da stehen Sachen drin, die wollen halt was verkaufen.
Oder TV-Werbung. Wenn ich die TV-Werbung sehe für die Zosterimpfung, ja, für die Gürtelrose, das ist grausam. Also das ist so eine Frau, die so jammert und schmerzt. Natürlich tut Gürtelrose weh, aber man kann sie doch auch vermeiden. Ja, ich muss doch keinen Zoster haben. Zoster kommt doch nur, wenn mein Immunsystem richtig platt ist. Ja, eine der typischen Nebenwirkungen für diese gentherapeutischen Impfungen ist die Zoster. Und in so eine Situation auch noch rein zu impfen, das ist eine Unverschämtheit. Also vor 4, 5 Jahren wäre das ein Kunstfehler gewesen. Ja, nun haben wir jetzt einen Wechsel von einer Evidence-Based Medicine, also von einer wirklich bewiesenen Medizin, zu einer Eminence-Based Medicine. Das sagt Ihnen irgendeine Eminenz, die es richtig ist. Und das ist halt, da hat sich die Medizin dann schon ein bisschen verändert gerade. So, dann gehen wir mal nach, wo kommen denn die Krankheitsursachen her? Es gibt ja irgendeinen Grund, dass wir krank sind. So, wenn wir die Ursachen nicht kennen und nicht abschalten, kann es sein, dass man auch in der Gesundung nicht sehr viel weiterkommt. Wo lauern denn Gefahren? In der Umwelt. In der geistigen Bedrohung durch Propaganda und durch die Medien. Ja, Psychohygiene heißt keine Tageszeitung, keine Nachrichten. Dann haben wir hier immer wieder so wie die Seele ein paar Strömungen. Früher war es mein New Age, ist es eher so ein Pseudo-New Age, was da gerade so hochkommt. Ja, so piep, 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 wir haben uns alle lieb, ja, so Fluffy Rainbows. Das funktioniert halt nicht. Und was bei der Seele halt sehr häufig mit reinkommt, das sind Beziehungen, und das sage ich dann später noch ein bisschen was, die sich auswirken. Und wir haben sehr viele weltanschauliche und religiöse Sachen, die uns betreffen und bedrohen zum Teil eben auch in der Gesundheit, die wir uns anschauen sollten. Und beim Sozium, bei der sozialen Einbindung, haben wir den Gruppenzwang ja erlebt. Ja, jetzt in den letzten paar Jahren, was Verhalten erzwungen wurde, und wie das alles läuft, wo man auch aus Solidaritätsgründen keinen Blödsinn machen musste. Und das sind alles Sachen, die uns wirklich nicht gesund halten. Aber wir haben die Möglichkeit, diese Sachen zu erkennen und Stopp zu sagen und eben nicht zur Verfügung zu stehen als Opfer. So, warum spreche ich von Krankheitsursachen? Ich spreche nicht nur von Krankheitsursachen, ich spreche sogar noch von Gründen. Und deswegen dieses Beispiel. Also wir haben Symptome, zum Beispiel diesen Ischias-Schmerz, der das Bein herunterjagt. Wir haben Ursachen, könnte also eine Bandscheibenvorfall sein. Das sagt der Orthopäde, kriegen wir hin. Aber dieser Bandscheibenvorfall hat eine Ursache. Nicht? Und was bricht diesem Menschen das Kreuz? Und dann schauen wir nach und er sagt, gut, der hat einen riesen Rucksack, den er da durchs Leben trägt und da sind Briketts von allen möglichen Leuten drin, nicht nur seine eigenen. Also das unerträgliche Leben bricht ihm das Kreuz. Deswegen ist die Bandscheibe da ins Rückenmark reingeschossen, deswegen hat er den Schmerz. Aber in der Schulmedizin ist bei der Bandscheibe Schluss, die wird rausgemacht und dann wird er entlassen irgendwann. Aber wenn die Gründe nicht aufgehoben sind, bekommt er entweder wieder einen Bandscheibenvorfall an Etage höher halt oder vielleicht sogar dann oben im Halsmark. Dann ist es dann noch interessant. Und auch noch ein Krankheitsbild, was ich immer wieder sehe und was wirklich therapieresistent ist in der Schulmedizin und grundsätzlich auch, das ist Vorhofflimmern. Weil es einfach unterschiedlichste Ursachen hat. Unter anderem kann auch mal eine HWS-Blockade dabei sein, also Halswirbelsäulenblockierung. Und auch die hat wieder Gründe, weil jemand entweder orientierungslos ist und so gar nicht weiß, wo es lang geht, also quasi hypermobil ist, oder der ist versteinert, Schraubstock, und weil er nicht weiß, wo es lang geht und Angst hat. Beides kann dazu führen, dass die Bandscheiben so verblocken, dass diese Nervenzentren, die da nebendran liegen, so eine Art Wackelkontakt erzeugen und das geht bis zum Herz runter. Also auch das gibt es in unterschiedlichster Form. Und darunter ist eine Liste von Krankheitszuständen, von Symptomen, von Erkrankungen, die in dieser Form gut erklärt werden können. Und das, was da unten steht, sind unter anderem auch die Sachen, die Sie selber angegeben haben jetzt in der Befragung zu dem heutigen Seminar. Also stehen viele, viele der Sachen drin, die Sie selber reingeschrieben haben. Und vielleicht bekommen Sie durch dieses Webinar heute auch mal die Idee, mal nachzuschauen, was denn Ursachen und Gründe sein könnten. Wenn man da selber draufkommt, ist das schon mal die halbe Miete. Wenn man sich dann noch traut, diese Gründe auszuschalten, dann können Sie direkt wieder gesund werden. So, wie geht man diese Sachen ran? Wir wissen, dass die Menschen unterschiedlich sind, also nicht alle Ratschläge sind für alle gleich gut. Es gibt auch einen biologischen Einfluss mit Mann und Frau, die sind tatsächlich unterschiedlich, also auch in der Medizin.
Und das muss man einfach berücksichtigen. Und wir haben so einen kleinen Wandel durchlebt. Also es gibt bestimmte Bilder, die einfach nicht mehr so stimmen wie vor 20, 30 Jahren. Auch das muss man berücksichtigen. Wir müssen die Menschen halt dort abholen, wo sie gerade sind. Und dazu passt auch dieses Bild. Der erste Spruch, den kennt wahrscheinlich also jeder, der schon mal bei mir im Webinar war, kennt den. Du bist perfekt so, wie du bist. Und bist genau dort, wo du bist, weil du so bist, wie du bist. Das ist eine harte Einsicht, aber die stimmt halt. So, wenn ich nicht mehr da sein will, wo ich bin, oder wenn es mir dort nicht gefällt, dann muss ich andere Entscheidungen treffen. Da muss ich nicht warten, bis es besser wird, sondern ich muss die Initiative ergreifen, damit es besser werden kann. Und das ist meine eigene Pflicht. Also Selbstfürsorge und sowas ist nun mal eine eigene Pflicht, die wir haben. Das ist eine hohe Pflicht, keine Bringpflicht. Ja, das muss ich mir schon selber abholen, mich entscheiden. Und ich sagte vorhin schon bei den vielen YouTubes, man kann die alle anschauen, aber es ist nichts Individuelles dabei. Ich muss die Fähigkeit haben, das für mich zu interpretieren, was auf mich zutrifft. Nicht, was mir besonders leicht fällt, sondern das, was auf mich zutrifft, auch wenn es vielleicht mal schwerfällt. Und auch hier, auch bei den Patientengruppen, sage ich mal, gibt es Unterschiede. Ich habe nur mal zwei Extreme hergenommen anhand von Pferdetypen, also ein Warmblut und ein Kaltblut. Und das Warmblut ist im Sulki richtig gut aufgehoben und kann fetzen. Und das Kaltblut kann seine Kraft im Wald einsetzen und dicke Bäume schleppen. Ich kann das den Traber nicht so anfüttern, dass der wie ein Kaltblut ausschaut und Freude daran hat, große Stämme zu schleppen und das Kaltblut so abmagern, dass es in Sulki passt und Spaß hat am Rumrennen. Also ich muss schon ein bisschen in den Grenzen bleiben, auch bei den Patienten. Wo, inwieweit kann sich ein Patient entwickeln? Und ich muss halt sehen, ist er eher ein Kaltblüter oder ein Warmblüter? Welche Therapieform biete ich ihm an? Die für Kaltblüter oder die für Warmblüter? Das ist nicht jede Therapieform für alle gleich gut. Schon Mann und Frau nicht, aber auch dann noch die Typen. Ich kann einem Herztyp, der von Haus aus hoch und tief wirklich schwingt, weil das zu ihm gehört, dem kann ich doch nicht anbieten, dass er platt sein muss, dass er keine emotionale Erregung hat. Und einer, der von Haus aus eher mit kleiner Amplitude fährt, dem kann ich nicht zwingen, dass er plötzlich große Amplituden haben muss. Aber das muss ich als Therapeut erkennen. Da kann ich nicht sagen, hier hast du ein Video und mach. Also Persönlichkeitsentwicklung ist ein großer Teil der Heilung. Wenn ich ein Ziel habe und ein Ziel erreiche, geht es darum, nicht, dass ich das Ziel erreiche, sondern wer musste ich werden, um dieses Ziel zu erreichen? Denn von dem hier, von der Persönlichkeitsentwicklung, geht es weiter. Das nächste Ziel, wer muss ich werden, um das Ziel zu erreichen? Das gilt auch für die Gesundung, für die Heilung. Ich muss eine Persönlichkeitsentwicklung durchführen, damit ich geheilt werden kann. Mit der alten Persönlichkeit, mit der alten Identität als Patient komme ich da nicht hin in die Heilung. So, nun habe ich ein paar Lasten mit in meinem Leben, jeder von uns mitgenommen. Und da gibt es hier oben eben da, wo der Eisberg, also das Beispiel kennt ihr alle, ne? Eisberg 5-10% oberhalb der Wasserlinie. 95% drunter. Und wenn von links der Wind kommt und von rechts die Strömung, wird der Strömung folgen, nach links geht. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber da, wo der Wind ist, das sind eben unsere Werte, unsere Ziele, Fokus und die ganzen Sachen. Und rechts, das sind die Süchte, die Glaubenssätze, die Prägungen. Das sind das, was uns im Tiefen berührt, unsere schlechten Gewohnheiten, ja, die alten Traumata, die wir noch immer mit uns rumschleppen. Und ich muss da dran arbeiten, ich muss erst hier arbeiten, bevor ich da oben überhaupt was tun kann. Ich kann gar nicht so viele Windräder dahinstellen, also jetzt nicht im Sinne von Stromerzeuger, sondern von Ventilatoren, dass ich den Eisberg bewegen kann, wenn ich da unten aus der Strömung nichts rausnehme. So, wenn ich da jetzt anfange, was zu tun, dann muss ich ein gewisses Bewusstsein für die Ursachen meiner Situation haben. Also ich darf jetzt nicht sagen, ich bin nicht schuld. Das ist mir alles so passiert. Das Leben passiert uns nicht. Das Leben, wir gestalten das Leben. Also es ist nicht so, dass wir das wirklich erdulden müssen, passiv. Überhaupt nicht. Wir gestalten das. Wir manifestieren jeden Tag. Wenn wir jeden Tag negative Gedanken haben, brauchen wir uns nicht wundern, dass wir unser Leben negativ empfinden. Das ist eine Art gelungene Manifestation. Das sieht nur keiner ein. Wenn ich aber weiß, dass ich negativ perfekt manifestieren kann, dann
kann ich mich doch auch trauen, das mal positiv zu versuchen. Ja, wenn einer sagt, oh, ich habe das schon mal gemacht, ich habe mir schon mal einen Parkplatz gewünscht und da war auch einer da, sag, ja, kann sein. Parkplätze sind, das nimmt man gerne, weil da kann ja ständig was sich auch tun als Chance. Ja, aber versuchen Sie es mit einem glücklichen Leben, aber mit ähnlichen anderen Sachen. Da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Vielleicht muss ich mir da mal ein bisschen Leute reinlassen. Also wenn ich da was machen will, muss ich mir bewusst sein, dass es Ursachen gibt. Ich muss bereit sein, aus der Komfortzone rauszukommen. Ein Ziel, das ich habe und das mich nicht aus der Komfortzone rausbringt, ist kein Ziel, weil das habe ich ja schon, ist ja schon in der Komfortzone drin. Vielleicht ein Wunsch oder irgendwas. Und ich muss eine gewisse Vorstellung haben von dem Zustand, der Welt bin. Ja, also ich muss jemanden quasi sehen, das heißt mich in meiner neuen Variante, in meiner neuen Version, wie ich geheilt bin. Das ist dieser Punkt 5 da oben auf der Kurve, die ich gleich auch nochmal zeige. Ich muss schon eine gewisse Vorstellung von diesem Punkt 5 da oben haben. So, was ist jetzt, wir gehen diese Reise auch gleich mal durch. Was ist das Besondere an diesem Punkt 5? Erstens geht es mir noch super, da steht auch schon mal wow. Ja, also meine Gesundheit ist absolut robust, mir geht's gut, egal wo ich herkam. Und ich habe jetzt den Eingang erwischt zum glücklichen Leben, weil ich mir vorgestellt habe oder weil ich gewusst habe und gefühlt habe, ich bin glücklich. Und aus diesem Zustand heraus konnte ich die Umwelt manifestieren, sodass sie das widerspiegelt, wie ich glücklich bin. Also es geht nicht darum, dass die Umwelt sich so verändert, dass ich dann plötzlich glücklich bin, sondern ich muss glücklich sein, damit sich die Umwelt so verändert, dass sie dem entspricht. Also ich bin ein Projektor. Und wenn man das mal begriffen hat, dass wir das projizieren und im Außen das sehen, was wir von innen sozusagen da rausschicken, dann ist das richtig gut, weil dann weiß ich, welche Macht ich habe. Wenn ich aber erstmal die Erkenntnis habe und sage, okay, wenn das stimmt, dass ich das da draußen sehe, was ich wie so ein Diaprojektor ja, da raussende. Und wenn mir das da draußen nicht gefällt, hat es keinen Zweck, mit einem Tippex auf der Leinwand da zu korrigieren, weil es ja eine Projektion ist. Ich muss mein Dia innen im Projektor ändern, damit da draußen was Besseres auftaucht. Und das muss man sich anschauen. Das geht. So, wenn ich jetzt diese beiden Modelle nochmal anschaue, ganz kurze Wiederholung. Altes Modell, wie funktioniert Krankheit? Neues Modell, wie funktioniert Gesundheit? Auf der Seite arbeiten wir. Ja, links wollen wir reparieren, rechts haben wir die Heilung. Ganz anderer Zustand. Links werden wir von der Industrie auf Sub-Health gehalten, damit man nicht gesund werden, damit man uns noch viel verkaufen kann. Ja, gesunder Patient ist ein verlorener Kunde, also darf nicht sein. Und bei uns steht auf der rechten Seite was ganz anderes. Da steht Glück. Und Glück beinhaltet Heilung und Gesundheit. Also da ist auf dem Weg zum Glück ist die Heilung quasi eine Nebenwirkung oder so Zwischenziel. Deswegen nicht auf Gesundheit fokussieren, sondern auf Glück. Wir können Gesundheit im Unterbewusstsein nicht verkaufen. Da gibt es kein Wert, kein Bild, was Natürliches ist. Das ist, wie wenn Sie dem Körper sagen, ich habe eine rechte Hand, sagt er, oh, weiß ich, kein Problem. Und wenn die kaputt ist, sagt er, du hast eine gesunde rechte Hand, sagt er, sieht auch meine rechte Hand. Also müssen wir aufpassen, was wir dem Unterbewusstsein wirklich verkaufen können. Und ich sage immer, Gesundheit ist Glückssache, weil die Gesundheit ein Teil des Glücks ist. Das, womit ich mich die ganze Zeit beschäftige, das ist Holarmedizin und Magic Medical Coaching. Das ist das, was ich so für mich entwickelt habe. Das ist auch, wie man sieht, markenrechtlich sogar geschützt seit 2005 oder sowas schon. Und ich sage, das, was da zusammengekommen ist, ist halt einmalig, wird aber trotzdem optimiert. Also es ist immer dann in dem Zustand einmalig, wie es gerade ist, aber entwicklungsfähig. Und da ist ja diese Kombination von Körper, Geist und Seele, Spirit und Sozium mit dabei. Da ist die Vermischung von Medizin und Psychologie dabei und eben auch dieses Pnei, diese Erkenntnisse, dass Psyche, Hormonsystem, Immunsystem und Nervensystem engmaschig miteinander verbunden sind. Und das hat den Vorteil, dass ich nicht alle vier Systeme getrennt ansprechen muss, um was Tolles zu erreichen, sondern ich muss bei einem rein, muss wirklich eins gut anpacken, dann sind die anderen sofort da und machen mit. Das hat einen ausgesprochenen Vorzug. Hat die komplizierte Neigung natürlich auch, wenn wir irgendwo ein Symptom haben, auf der hormonellen
Seite, dass wir eben schauen müssen, das muss nicht in der hormonellen Seite begründet sein. Es kann sein, dass es dort nur die Bühne hat, aber ein nervliches, immun- oder psychisches Problem ist, was sich da nur zeigt. Eine der wesentlichen Sachen, die wir immer wieder haben bei diesen, wenn man in die Zukunft als geheilt gehen will, ist Achtsamkeit. Ich muss mein Leben achtsam betrachten, achtsam handeln, achtsam essen. Ich muss wissen, was ich tue. Ich muss erleben, was ich tue. Ich muss nicht jetzt essen und schon wieder gedanklich woanders sein, sondern beim Essen, essen, beim Lesen, lesen, jetzt hier beim Zuhören, zuhören. Und Achtsamkeit heißt im Englischen Mindfulness. Und man kann eben im Englischen so schön spielen, man hat entweder den Mindful, den Geist voller Gerümpel, oder man ist mindful achtsam. Und ich empfehle halt immer die achtsame Haltung. Ja, mein Hund ist auch so gechillt, ne, der hat mit Sicherheit solche Bilder im Kopf. Und ich versuche aus dem linken Bild immer rauszukommen. Aber da, ich glaube, da sind wir uns alle ein bisschen ähnlich. So, gehen wir mal durch diese Reise so ein bisschen durch. Wir starten alle, also jeder von Ihnen ist irgendwo bei Punkt 1 jetzt. Das ist sehr unterschiedlich. Also das minus 100 ist für jeden individuell. Der eine leidet mehr oder weniger darunter, aber jeder hat seine minus 100% dort. Und jetzt haben wir vielleicht eine Therapie. Und Sie kennen das vielleicht, dass die Therapie Sie zu einem ganz normalen Zustand bringt, so lala, nur ganz okay, und dann tut wieder keiner was. Und dann wupp, folgt man dieser gestrichelten Linie und es ist wieder unten. Ja, so Sägezahnprinzip. Eine Feuerwehr, wenn es brennt, wird gelöscht, dann warten wir, wenn es wieder brennt, wird gelöscht. So. Das ist Schulmedizin, das geht natürlich. Ja, Petromedizin verdient jede Menge Geld damit. Wir wollen weiter, wir wollen raus aus dem Normalen, aus der Null. Wir wollen nach plus 100 hoch. Das heißt, es muss wirklich zur stabilen Besserung kommen und dann zu einem Wow-Erlebnis der robusten Gesundheit. Und da möchte ich Sie einladen, mir ein bisschen zu folgen. Hippokrates hat vor 2.500 Jahren schon gesagt, bevor du jemanden heilst, frage ihn, ob er gewillt ist, die Dinge aufzugeben, die ihn krank machen. Das gilt heute auch noch. Deswegen meine Frage immer wieder an den Patienten, ganz am Anfang, warum wollen sie denn eigentlich geheilt werden? Und das ist eine Frage, die ich wirklich ernst meine. Weil sehr viele Krankheiten dazu dienen, bestimmten Sachen aus dem Weg zu gehen, die man nicht will. Und wenn ich jetzt plötzlich gesund werde und in die Gefahr gerade, so zu gesund zu werden, dass ich den alten Scheiß wieder annehmen muss, wegen dem ich geflohen bin, ja, dann wird es mit der Heilung nichts. Also ich habe immer wieder Patienten, die Fibromyalgie und was auch immer ausgeprägt haben, weil sie den Job hassen, in dem sie sind und mit der Fibromyalgie berentet werden, aber vielleicht nicht völlig, sondern nur 3 Jahre. Und wenn die nach 3 Jahren zur Untersuchung kommen und sagen, ich bin geheilt, dann wissen sie, ich darf jetzt wieder da Lehrerin oder was auch immer machen. Und das will doch keiner, das Unterbewusstsein schon gleich gar nicht. Also das ist eine Heilungsbremse. Und dann, wenn das klar ist, dass da eine Heilungsbremse ist, muss man schauen, dass diese Heilungsbremse weggeht. Also die klare Entscheidung, ich gehe da nicht wieder in diesen Job, egal was kommt. Ich gehe da einfach nicht wieder hin. Dann kann man geheilt werden. Aber solange diese Entscheidung nicht getroffen ist, ist diese Kurve quasi nicht gehbar. Bis zur 3 vielleicht, aber definitiv nicht zur 5. Also warum will ich eigentlich geheilt werden? Dann gehen wir weiter, vielleicht mit therapeutischer Unterstützung zur 2, zur 3. Am Anfang ist oft mal ein bisschen Therapie tatsächlich noch erforderlich. Da sind halt noch Symptome da, die das erzwingen. Es ist auch gut, alles okay. Ja, man kann ja auch bei der Psoriasis oder Neurodermitis die Haut mitbehandeln, wenn ich die Hintergründe und die Ursachen mitbehandle. Ist doch wunderbar. Aber dann ist ab der 3 halt symptomatisch fast nichts mehr los. Und dann kann ich mich darum kümmern, weiterzugehen. Ich muss aber bei der 3 schon den Magnetismus der 5 spüren. Ja, bei der 1 habe ich Symptome, die mich drücken. Da habe ich so eine Art Düsenfeedback von hinten, das schiebt mich was. Das ist bei der 3 weg. Da habe ich, die Symptome reichen nicht mehr aus bei der 3, um mich weiter zu katapultieren. Deshalb fahren ja manche diese gestrichelte Kurve runter. Ich muss bei der 3 so viel Geschwindigkeit Richtung 5 schon haben, dass ich da drüber komme. Und dann kann ich 4 und 5 erreichen. Und das ist dieser Magnetismus. Dieser Attraktor muss in der 5 da sein. Ich muss wissen und mich darauf freuen, dass ich, was mich da oben erwartet. Ja, dass dieses Ende der Heilungsreise der Eingang zum Glück ist. Das heißt, ich muss mit so viel Freude im Herzen dahin wollen.
dass ich mit echter Geschwindigkeit durch drei durchgehe und gar nicht merke, dass ich gesund bin. Ja, dass man einfach da durchstartet. Und ich muss mir Gedanken machen, was mache ich denn, wenn ich geheilt bin? Oder was mache ich anders, wenn ich geheilt bin? Welche Ernährungsform, welche Bewegungsform und ähnliche Sachen muss ich annehmen oder werde ich weiterhin machen, damit ich geheilt bleibe, damit ich nicht wieder zurückfalle? Das kann ich mir bei der 3 schon überlegen, was mache ich dann anders. So, dann habe ich die 5 erreicht und sage, wow, super. Und dann jetzt nicht was jetzt, sondern das habe ich mir ja vorher überlegt. Jetzt geht es dann richtig los. Jetzt kann ich das Leben führen, spätestens, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ich muss dahin immer die richtigen Dinge tun, ganz klar. Ich muss die richtigen Dinge auch in der richtigen Reihenfolge tun. Und ich muss mir halt überlegen, ob das, was ich bisher weiß und kann, mich woanders hinbringt als dorthin, wo es mich bisher gebracht hat. Aber da, wo wir jetzt sind, ist ja die Konsequenz unseres Wissens und der Entscheidungen und des Tuns, ja, die wir getroffen haben. Und wenn ich mit dem gleichen Mindset und den gleichen Fähigkeiten weitermachen will, bleibe ich an der Stelle, wo ich bin. Ich werde keine anderen besseren Ergebnisse bekommen mit dem, was ich schon weiß und kann. Ich muss da mehr dazu bekommen. Ich brauche also jemanden, der mir neue Strategien vermittelt, der mir ein paar Impulse gibt, damit ich da eine neue Idee habe, also Sichtweisen verändert und solche Sachen. Und der mich dabei unterstützt, das umzusetzen. Und das Buch, was da eingeblendet ist, das habe ich in den 80er Jahren mal kennengelernt, das trifft das so schön. Ja, zuerst die Hose, dann die Schuhe. Also man muss bestimmte Sachen in einer bestimmten Reihenfolge einfach tun. Dann macht es Sinn. Und das ist auch in der Medizin so. Ja, früher gab es so, es gibt immer noch verschiedene Antibiotika. Und eine Zeit lang wurden da zwei verschiedene Antibiotika auch verordnet als Kombi, weil die besonders gut gewirkt haben von der Idee her, bis man draufgekommen ist, dass das eine dem anderen die Wirksamkeit klaut. Ja, also wenn ich ein Antibiotikum habe, das das Wachstum verhindert der Bakterien und das andere aber darauf wartet, dass das sich teilt und wächst, damit es dann eingreifen kann, dann hat das keine Chance, wenn das Bakterium sich nicht mehr teilt. Dann ist das eine Antibiotikum einfach umsonst und hat Nebenwirkungen, aber keine Wirkung. So, und ich muss bestimmte Sachen einfach richtig, in der richtigen Reihenfolge. Das braucht halt jemand, der die Strategie kennt und dann vermittelt. Und deshalb habe ich unterschiedliche Ebenen der Unterstützung. Ich habe die Bücher geschrieben für Einsteiger als Do-it-yourself. Man kann mit den Büchern, die ich geschrieben habe, sehr weit kommen. Wenn man das liest, wenn man diese Affirmationen liest und auch die Hintergründe, die da drin stehen, also sowohl in dem mit Absicht gesund, 5.0, dem Buch, der zweiten Auflage, als auch mit der deiner Lizenz zur Selbstheilung, komme ich als Einsteiger im Selbsthilfeverfahren Do-it-yourself sehr weit. Ich komme nicht dahin, wo ich meine Komfortzone dauerhaft verlasse, oder sagen wir so, wenige schaffen das. Es gibt ein paar, die das tatsächlich schaffen, die sehen dann ihre Erkrankung aus der ursächlichen Sicht und sagen, okay, dann muss ich dort schon anfangen und dann hopp, springen die rüber und sind dann da. Ja, super. Ich habe das öfter wieder erlebt, auch in Feedbacks, wo die sagen, ihr Buch hat mir so viel weitergeholfen, sag ich, dafür ist es auch geschrieben. So, für die, die ein bisschen Unterstützung brauchen, vielleicht auch ein paar, die hier dabei sind, da gibt es dann mehr. Da gibt es dann eben Kurse, da gibt es Programme, Seminare, Webinare wie das hier und eben das, was ich Ihnen heute auch mal vorstelle, dieses Skript. Und wir haben auch eine Community, die sich jetzt gerade so ein bisschen noch verändert, die baue ich neu auf, die werden noch mehr, noch attraktiver, überhaupt attraktiver, sagen wir so. Diese Heilungsreise, darum soll es gehen, und zwar in Form eines Drehbuchs, nennen wir es mal Drehbuch. Ja? Das ist nicht so sehr auf Altersklassen bezogen, vielleicht ein Zehnjähriger nicht, aber so ab 25, 30 kann man da schon wirklich was machen. Es gibt ganz junge, chronisch kranke Leute. Und meine älteste Patientin, die wird dieses Jahr 95, das auch schon. Also in diesen Altersklassen kann man das alles machen. Und das, was ich vorstelle, ist erstmal ein 12-Wochen-Programm und nennt sich das mit Absicht gesund 5.0 Script. Es dient dazu, diesen Zustand zu verlassen. Regellos auf einer Rolltreppe zu stehen, die gegen den eigenen Willen nach unten geht. Und ich sage, ich muss
jetzt was tun. Ich muss jetzt schauen, dass ich mit einer höheren Geschwindigkeit nach oben klettere, als die Rolltreppe nach unten geht. Und oben ist der Schalter. Wenn ich hochkomme, kann ich oben die Rolltreppe anhalten. Ich kann das nicht auf dem Weg nach unten. Und deswegen habe ich jetzt zwei Fragen. Wenn Sie zufälligerweise ein Blatt Papier irgendwo haben, kann Sie was notieren. Aber ich gehe davon aus, dass Sie nicht unbewaffnet hier erschienen sind. Wenn Sie ein Blatt Papier haben, sich einfach mal ein paar Notizen machen. Zwei, drei Stichpunkte. Und zwar mit der Fragestellung, wie würde sich mein Zustand verändern, wenn alles so weiterläuft wie bisher? Also, was bedeutet für mich Rolltreppe nach unten? Was erwartet mich, wenn ich auf der Rolltreppe weiter stehen bleibe und nichts tue? Und wie würde sich meine Lebensqualität, also nicht nur Gesundheitszustand, sondern meine Lebensqualität verändern, wenn ich diesen Weg beibehalte? Und da gebe ich Ihnen gerne mal so 2 Minuten, dass Sie ein paar Notizen hinschreiben. Also wie verändert sich Ihr Gesundheitszustand, wenn Sie auf der Rolltreppe stehen bleiben, wenn Sie nichts tun? Und alles läuft wie bisher. Und welche Konsequenzen hat das für die Lebensqualität? Also nehmen dann Schmerzen zu, sind sie immer mehr isoliert, weil die Leute sich mit ihnen nicht mehr beschäftigen wollen oder weil sie glauben, sie fallen den Leuten dann zur Last und ziehen sich selber zurück oder irgend sowas. Also wirklich der Gesundheitszustand und die Konsequenzen für die Lebensqualität. So, ich glaube, jetzt haben Sie ein bisschen was aufgeschrieben. Wenn Sie darüber nachdenken, wie viel Freude entsteht dabei? Also in der Regel ja nicht so richtig viel, ne? Aber wie viel Kraft entwickeln Sie aus diesem Bild, wenn Sie sagen, boah, wenn ich nichts tue, dann wird das und das schlimmer und das erwartet mich in meiner Lebensqualität. Wie viel Kraft können Sie daraus schöpfen, um was zu ändern? Und Sie sagen, ey, ich will das nicht. Wie viel Impuls kommt aus dieser Beschreibung? Und deshalb habe ich für Sie noch eine Bitte. Schauen Sie sich mal die Fragen an. Wie würde sich denn mein Zustand verändern, wenn ich eine Lösung fände? Und welche Konsequenzen hätte das für meine Lebensqualität, wenn ich den neuen Weg beschreiben könnte? Wie würde sich der Zustand verändern, wenn Sie eine Lösung fänden, die Sie da sozusagen die Rolltreppe hochfahren lässt? Und welche Auswirkungen hat es für die Lebensqualität? Solche Patienten, die sagen, wenn das klappt, dann kann ich meine Enkelin zur Hochzeit führen. Ja, die haben dann so. Also solche Bilder sind auch schön. Ja, oder ich kann mit den Enkeln halt wieder rumturnen und muss nicht immer sagen, was auf der Oma geht es nicht so gut. Ja, das sind so Sachen, die halt Lebensglück beinhalten. Wenn es zum Beispiel um Schmerzen geht, ist nicht einfach reinschreiben, ich bin dann schmerzfrei, sondern reinschreiben, was kann ich dann wieder tun? So, wenn Sie diese beiden Zettel immer wieder mal sich selber vor Augen führen und vielleicht auch gerne dran weiterschreiben, was das Worst-Case-Szenario wäre, was das Best-Case-Szenario wäre, dass Sie für sich selber herausfinden, ist das Worst-Case-Szenario so schlimm, so lähmend, dass es mir wirklich nichts anderes erlaubt, als dem zu folgen? Oder ist das Best-Case-Szenario so wertvoll, so kraftvoll, so anfeuernd, dass ich alles überwinden kann, dass ich mich sozusagen neu erfinden kann, um das einfach zu erleben, um diese Lebensfreude in mein Leben reinzulassen. Es bedarf der Entscheidung, das zu tun. Das Hinschreiben ist die halbe Miete, ist wichtig. Jetzt geht es darum, dass Sie da Leben reinbringen, dass Sie Gedanken reinbringen, Energie reinbringen und sagen, genau das will ich. Ich weiß, dass es geht und deshalb mache ich es auch. Das ist so das ganz Wichtige. Dazu dienen diese beiden Listen. Was passiert, wenn ich nichts tue? Und was passiert, wenn ich was tue, wenn ich was verändere? Wenn ich mein Gesundheitsziel erreichen will und mich anstrenge, das auch zu tun. Und das ist der Startpunkt
jetzt in dieses Skript einzutauchen, in diese potenzielle, für sie auch potenzielle Lösung, Sachen zu überwinden, die man ein paar Jahre vielleicht schon aushält. Gibt der Patient, die haben 10, 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre Migräne. Wo ich sage, muss doch mal einer darüber nachgedacht haben, wo kommt denn die her? Kann nicht nur daran sich messen, welches neue Mittel kommt auf den Markt, um mir da weiterzuhelfen. Vielleicht kann ich die Migräne ja auch von der Ursache her aushebeln. Und das geht ganz oft, selbst Tinnitus. Ich würde mal bei Tinnitus die Erfolgschancen hier bei 70% sehen. Das ist relativ viel im Vergleich zur Schulmedizin. Weil wir halt ein paar andere Denkansätze haben. Bei uns ist halt Tinnitus keine Krankheit in dem Sinne, keine eigenständige, sondern immer ein Signal. Ja, wenn Sie eine Kühlschrankkombination haben und lassen die Tür auf, dann fängt das Summer an. Der das heißt, macht die Tür zu. In der Schulmedizin behandelt man den Summer und wir schauen halt nach, wo ist die Tür auf. Das ist der einzige, der große Unterschied. So, was ich anbiete, ist betreute Selbstheilung. Also das ist jetzt nicht von oben herab, sondern das ist einfach und als unterstützende Maßnahme gedacht. Und dazu habe ich ganz verschiedene Ansätze, verschiedene Programme. Dieses Mentoring und Coaching, das unterscheidet sich dadurch, dass Coaching ein Prozess ist, bei dem ich Fragen stelle, den Patienten dazu animiere, über meine Fragen zur eigenen Lösung zu kommen. Und beim Mentoring bringe ich meine eigene Erfahrung deutlich näher mit ein, gebe Tipps und Hilfestellung und nehme den Patienten ganz anders an die Hand. Also von der Intensität her ist ein Unterschied, von der Zielsetzung kein Unterschied, ganz klar. Aber die Intensität ist anders. Ja, mit Absicht ist ich Online-Kurs in der Mitte. Das sind fünf Module, das sind Videos, das sind Dokumente zum Runterladen, das sind Aufgaben, Hausaufgaben, die man da machen kann, um sich selber zu testen, selber ein bisschen auf die Schliche zu kommen, warum man eben noch nicht so ganz weit ist. Und das andere ist die Community. Das ist ein Treffen, eine offene Plattform, wo wir uns treffen. Und ganz rechts dieses Web-Mentoring, da steht unten schon 9 bis 12 Monate. Das ist speziell für Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte gedacht, die unter Volllast gesund werden wollen oder müssen. Die eben jetzt nicht 3, 4 Wochen Auszeit haben oder fünf, um zu sagen, ich kümmere mich nur um mich. Die sagen, ich muss meine Firma retten. Und ich will erst die Firma retten und mich möglicherweise aufgeben, aber es muss nicht sein. Also man kann das machen, aber es ist nicht hier so ein Wochen- oder auch nur ein 12-Wochen-Programm. Das dauert in der Regel ein bisschen länger. Und wenn man das von Anfang an weiß, versucht man da nicht einen Sprint draus zu machen, sondern eben Marathon. Und Marathon trainiere ich anders als Sprint. Das muss ich nur von Anfang an wissen, dass ich mich nicht zum Sprint melde, sondern zum Marathon. Und gegen das ist vorne so ein Coaching dann schon eher so eine Mittelstrecke. Aber auch da, ich biete im Prinzip ganz ungern 3 Monatslösungen an. Nur für fortgeschrittene Patienten, die schon lange bei mir waren, die kriegen mal so eine 3 Monats- oder 12-Wochen-Programm ausschließlich. Allen anderen empfehle ich, wenn sie erstmals in so einen Selbstheilungsprozess reingehen, 6 Monate zu veranschlagen, das heißt 3 Monate wirklich arbeiten und in den nächsten 3 Monaten nachschauen, wo wirkt sich das überall schon aus, wo noch nicht, was ganz natürlich ist, und habe ich schon die Ressourcen, das aus meiner eigenen Kraft heraus zu lösen oder brauche ich noch Unterstützung? So, das ist in den nächsten 2, 3 Monate. Und nach 6 Monaten sind die Masse aller Coaches wirklich durch und so ausgebildet, dass man selber weiterkommt, dass man einen großen Werkzeugkoffer mit Lösungen für sich selber hat. Das heißt, 9 Monate ist dann eher für Patienten, die mehr Unterstützung brauchen, aus unterschiedlichsten Gründen, das ist jetzt keine Abwertung, sondern brauchen halt ein bisschen mehr Aufwand. Und da gibt es auch Durchstarter, die halt nach 3, 4 Monaten da fertig sind. Deswegen gibt es ganz unterschiedlich, wird es ja individuell auf den Einzelnen zugeschnitten, ja, was wir da machen. Was ich heute hier erzähle, ist so der Grundsatz, aber im Einzelfall mag das durchaus abweichen. Was biete ich dazu an? Ich habe ja vorhin schon in der Heilungsreise schon mal gesprochen. Wenn wir das als Reise mal wirklich jetzt betrachten, machen wir eine schöne Schiffsreise, dann brauchen wir natürlich eine Karte. Wir müssen ja wissen, wo es hingeht, wo ist der Kurs, wie soll unsere Schiffsreise denn über den Atlantik, wo auch immer hingehen. Dazu habe ich das Heilungsnavi entwickelt, dieses Denkprogramm zum Heilwerden.
Dann brauchen wir natürlich ein Schiff, ja, schön ein Kreuzfahrt oder sowas. Das ist die Holarmedizin und das Medical Coaching. Und dann braucht es einen Kapitän, ein bisschen Mannschaft und den Kapitän spiele gerne ich. Und sie kriegen dann sozusagen die Karte, um dann die Kreuzfahrt mitzumachen. Sie wissen aber, dass sie selber rudern müssen. Also, ja, das ist nicht done for you. Die Arbeit ist dann trotzdem durch sie zu machen. Was bringe ich mit? Ich bringe über 30 Jahre Erfahrung mit ein paar, ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen ich begleiten durfte. Und dadurch, dass ich das eben schon lange mache, diese Art Medizin, bin ich schon ein durchaus Experte im Bereich Ganzheitsmedizin und kann Lösungen anbieten. Bin jetzt nicht so ein YouTube-Influencer, der angelesenes Wissen da weitergibt. Ich habe mir ein paar Fragen zusammengestellt für das Skript und die möchte ich dann gerne jetzt mit Ihnen so ein bisschen erläutern. Also was bedeutet das überhaupt? Für wen ist es gemacht? Ist es ein Online-Programm oder wie funktioniert das? Welche Ziele sind damit verbunden? Aus was besteht das? Was sind die Elemente? Und was steckt drin? Die Abkürzung ergibt sich, das glaube ich, das ist relativ einfach, ne? Mit Absicht gesund 5.0. 5.0 deswegen, weil es einfach eine deutliche Weiterentwicklung des alten Programmes ist, das mal 2.0 hieß. 3.0 war mal zu wenig. 4.0 ist vom Weltwirtschaftsforum übernommen, industrielle Revolution. 4.0 gesagt, brauche ich nicht. Machen wir einen drauf, machen wir 5.0. So, deswegen machen wir jetzt Script 5.0. Und es geht darum, dass wir eine umfassende, nachhaltige, ja, Gesundung und Heilung haben. Also nicht einfach so Sägezahn, ne? Und nachhaltig. Und dass wir deswegen auch die Krankheitsursachen finden müssen und diese Therapie- und Heilungsverhinderer. Das können die gleichen sein wie die Ursachen, aber in der Regel ist es eine Mischung, dass aktuell noch was dazukommt, was sozusagen die Ursachen am Leben hält und die Ursachen halten die Symptome am Leben. Und das versuchen wir dann von hinten aufzudröseln. Zielgruppe ganz eindeutig. Menschen, die gesund werden wollen. Dieses Programm ist kein Done for You. Das ist kein Service. So nach dem Motto, ich kaufe hier einen Service und dann sagt er, ich werde gesund. Nein. Ich habe ein Anleitungsprogramm, das jemand umsetzen muss. Dieses Umsetzen ist sehr individuell. Deshalb kann man es am Anfang nur umschreiben für jeden Einzelnen. Es gibt bestimmte Sachen, die sind wir alle gleich. Also, welche Module dahin kommen als Modul. Was man daraus macht und wie man das individuell umsetzt, ist wieder was anderes. Da muss man wirklich eben sehr ins Detail schauen. Ich brauche für dieses Programm Menschen, die ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Also die nach 4, 6 Wochen nicht sagen, ach, ist noch nichts passiert, sage ja, klar, ganz normal. Es wird sogar eine Phase geben, wo sie sagen, ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Ich habe einen Hänger, sowas von Hänger. Ja, ganz normal, da geht jeder mal durch. Und deshalb braucht man eine gewisse Geschwindigkeit und dann hinten wieder hochzukommen. Ja. Das heißt, nicht langsam in den Schlamm fahren, sondern so schnell fahren, dass man hinten wieder rauskommt direkt. Ansonsten, apropos Schlamm, neue Strategie, wenn Sie mit Ihrem Jeep in den Schlamm reingefahren sind und merken, dass Sie es mit den Rädern nicht mehr rausschaffen. Und Sie haben wirklich einen guten Jeep, dann haben Sie eine Seilwinde. Dann suchen Sie sich irgendwo einen Baum, stapfen durch den Schlamm zu dem Baum, hängen da das Seil ein, und ziehen sich an der Seilwinde zu dem Baum. Das heißt, sie haben das gleiche Fahrzeug, aber sie nutzen nicht die alte Strategie mit den Rädern, sondern die haben eine neue Strategie mit der Seilwinde. Und holen sich so aus dem Schlamm raus. Wenn sie den Baum erreicht haben, also aus dem Schlamm raus sind, können sie wieder Räder nehmen. Es geht darum, dass sie nicht versuchen, mit alten Methoden ein Problem zu lösen, das sie erreicht haben, weil sie diese Methoden genutzt haben. Mit den gleichen Methoden kommen sie halt nicht raus. Deswegen neue Strategie. Und das mit der Seilwinde ist ja nun nicht wirklich eine große Änderung. Ich habe ja alles da. Ich habe die Seilwinde ja schon dabei gehabt und das Seil. Ich habe es nur noch nicht genutzt oder nutzen müssen, aber jetzt muss ich es nutzen. Und jetzt muss ich halt wissen, was ich damit mache. Viele Leute sind überfordert, einen Reifen zu wechseln. Das können die gar nicht mehr. Die haben so viel Angst, die wissen noch nicht mehr, wie man so ein Auto hochbockt. Die holen den ADAC und alles Mögliche, weil ein Reifen geplatzt ist. Na gut, beim geplatzten Reifen reicht schon, aber wenn da irgendwas passiert ist. Aber ansonsten können wir doch mal den Reifen wechseln. Also deswegen neue Strategien. Durchhaltevermögen und Menschen, die die Initiative ergreifen, die einfach sagen, okay, ich muss jetzt da was tun, ich sehe mich hier irgendwo in der Blockierung und ich tue schon mal was, informieren mich darüber, dass sie jetzt was tun werden oder können mit mir abstimmen, was sie tun werden,
Aber die Initiative liegt dann bei Ihnen. Nicht so nach dem Motto, was soll ich jetzt tun? Dann eigene Vorschläge, ich hätte jetzt gedacht, ich mache das und das. Und dann kann das, vielleicht würde ich dann ganz begeistert zujubeln, sagen, perfekt, oder so. Und ich könnte noch vielleicht die und die Idee beitragen. Ja, dass wir das gemeinsam dann da weitermachen. Und es sind halt Menschen gefordert, die Beratung, also sprich, wenn ich meinen Senf dazugebe, das nicht als Bevormundung oder Belehrung sehen, sondern als Bereicherung. Ich kenne alles, das sind diese ein Klassiker mit dem Schüler, der zum Lehrer geht und der Lehrer gießt Wasser in das Glas des Schülers und seinen eigenen Wein dann oben drüber und der Schüler sagt, was soll denn das, du vergeudest dein Wein? Und er sagt, ja, ich kann dir nichts mehr beibringen, dein Glas ist schon voll, aber mit Wasser. Und deshalb wird mein guter Wein da auch nicht reinkommen. Also ich brauche Menschen mit leerem Glas, mit leerer Tasse, wo dann dieser Wein dann eben auch rein kann. Das ist am Anfang immer so ein bisschen schwieriger, weil man ja als erwachsener Mensch, und ich werde jetzt auch 70, also ich habe ja auch schon ein paar Lebensjahre hinter mir, dass man einfach sagt, ich habe die Lebenserfahrung, aber Lebenserfahrung ist manchmal auch ein Trugschluss. Ja? Und Mindset, das ist die Summe aller Glaubenssätze. Und so ein Mindset zu verändern, ist manchmal nicht so einfach. Da sind gewisse zähe Konstanten dabei, aber ich habe lange Erfahrung. Also kann mit solchen Menschen gut umgehen. Aber wenn einer so ein Davidas ist, das kriege ich schon im Vorgespräch raus, dann hat es keinen Zweck. Also man muss dann schon auch bereit sein, mal was Neues auszuprobieren. Aber ich verlange nicht gleich einen Fallschirmsprung oder so. Ich werde immer wieder gefragt, was ist das für ein Programm? Online-Seiten? Also man kann es als Online-Version machen. Ich habe auch Leute in Online-Version, weil die halt in Frankreich leben oder in Amerika oder in Australien. Da ist es mit der Präsenz immer ein bisschen schwieriger. Wenn Präsenz machbar ist, gerne in Präsenz. Also 1-zu-1 Coachings hier in Oberpleis in der Praxis oder 1-zu-1 im Zoom oder per Telefon. An das so im 1-zu-1, das ist das die Masse. Das ist, ich denke, 80% sind in dieser Form. Und dann gibt es diesen Online-Kurs, also wer diese Mentees-Programme macht, kriegt den Online-Kurs, der auch schon 500 Euro kostet ungefähr, kriegt geschenkt, das ist Teil des Pakets. Punkt damit rein. Das ist etwas, was man im Hintergrund mitlaufen lassen kann, diese Videos, diese Dateien zum Runterladen, diese Übungen zum Machen. Das gehört mir dazu. Dann die Community ist mit dabei, die kostenlose Mitgliedschaft. Und ich habe noch andere Dokumente, die ich halt dann mit einsetze, die ich dann mal verschicke, wo es dann mal aus dem Gespräch heraus vielleicht eine Hausaufgabe gibt bis zum nächsten Mal. So wie jetzt diese Fragestellung, was ist Worst Case? Ja, wie kann sich verschlimmern oder womit muss ich rechnen, wenn ich nichts tue? Nebenwirkungen von Medikamenten und so. Ich denke, dass jeder, der reingeschrieben hat, dass er eine Erkrankung hat, sicherlich auch also Wirkungen von den Medikamenten hat, aber auch Nebenwirkungen. Wie komme ich denn da raus aus diesen Sachen? Das sind alles so Sachen, die wir in diesem Kurs besprechen. Und welche Ziele verfolgt das Ganze? Das ist relativ einfach. Das Ziel ist, dass jemand weiß, was sein Ziel ist, sein Gesundheitsziel. Dass wir über die Istaufnahme ein Ziel gemeinsam festlegen, also schwerpunktmäßig der Patient natürlich, aber das Ziel gemeinsam festlegen im Sinne von, ist das überhaupt ein Ziel, was ich mir da vorstelle, oder ist das nur ein Wunsch? Ja, kann ich mit dem Ziel was machen? Ziel heißt auch, ich kann aus dem Ziel einen Plan machen. Aus dem Plan kann ich eine Struktur machen und die umsetzen. Tun, das ist das Wichtigste. Zum Schluss muss Tun rauskommen. Bei einem Wunsch, wenn das Ziel nur ein Wunsch ist, kommt kein Tun. Wunsch heißt ja, ein anderer macht es oder so. Ne? Also irgendein anderer ist zuständig und dann wird schon wieder, ja, mehr Bärbel Mohr, Universum. Einer muss es machen. Und ich denke immer, der Patient selber ist am besten dazu da, dass es selber macht. Also richtiges Ziel, richtiger Plan, richtiges Tun. Dann wird das auch was. Denn ich will ja schließlich da oben hin. Das ist Resilienzrücklage, das ist Gesundheitsrücklage. Wenn mir da oben was passiert, falle ich auf Null. Ja, Punkt, ne? Aber nicht auf minus 100. Und weil ich gelernt habe, wie ich von 0 auf die 100 komme, also ohne Schubkraft von Symptomen, allein durch Attraktion von 5, kann ich das wieder machen, weil ich es ja schon mal gemacht habe. Wenn ein Unternehmer, ein richtiger
Ja, von Herzen Unternehmer, was verliert? Große Teile seiner Firma verliert. Ist er innerhalb von 2 bis 3 Jahren wieder Unternehmer und wieder fit finanziell, weil er es gelernt hat, wie das geht? Der verzweifelt nicht, der sagt Mist und wendet seine Strategien an, die er mal gelernt hat, vielleicht was Neues dazu oder sagt, da war ein Fehler und ist in 4 Jahren wieder auf dem Markt. Und so ist das gesundheitlich auch. Ich habe es, wenn ich mal gelernt habe, gesund zu werden, dann kann ich das wiederholen, auch wenn mich ein Unfall oder irgendwas dazu zwingt, zurückzugehen. Da haben wir ja nun keinen Einfluss wirklich drauf. Also schon, aber nicht immer 100% konkret. Ich muss es nur mal lernen. Und dann kann ich mich darauf verlassen, dass es etwas Nachhaltiges ist. Und vielleicht erinnern Sie sich, Punkt 2 war nachhaltige Lösung. Nicht einfach nur so Butterfly-mäßig. So, was sind die Elemente und die Stufen? Also man fängt mit einer Ist-Analyse an. Man schaut nach, wo stecken wir? Was ist gerade das Ist? Ja, was, vielleicht gibt es auch Laborwerte oder Röntgen oder irgendwas, dass man sich um die Krankheit erstmal kümmert, um den Zustand, um das Gefühl, wie fühle ich mich denn überhaupt als Patient? Ja, wie viel Schwere kommt denn da raus? Das wird als allererstes gemacht. Die Krankheitsgeschichte, die ganzen Historien werden aufgedröselt und dann gibt es diesen Kibrefak. Dieses Kibrefak, das ist der Kittelbrennfaktor. Das heißt, wo brennt mir der Kittel am meisten? Wo tut es am meisten weh? Was muss weg? Und aus diesem Kittelbrennfaktor kann man Energie gewinnen. Der kann quasi so ein bisschen der Treibstoff werden für die Lösung. Dann geht es darum, sich Ziele zu setzen, unterschiedlicher Größenordnung. Ein C-Ziel ist etwas, was ganz weit oben liegt und was mit der Krankheit nun überhaupt nichts mehr zu tun hat. Also jetzt nicht der Aufstieg, so weit auch noch nicht. Aber, also wenn es ein Gipfel wäre, ja, aber Ascension machen wir noch nicht. Was ist mein Lebensziel? Wie schaut mein Leben aus, wenn ich so richtig glücklich bin? Wofür trete ich hier an? Wofür fange ich jetzt an zu leben, um eine Krankheit zu überwinden? Was ist denn das große Ziel? Und dann kann man Zwischenziele noch dazu nehmen, dass man weiß, okay, ich fange erstmal mit A und B an, so als Zwischenziel, aber das C, das ist das, was mich zieht. Das kann der Punkt 5 sein. Ich würde sagen, das C liegt hinter 5. A ist vielleicht der Punkt 5 auf der Heilungskurve, also das erste Ziel, dahin zu kommen. Und dann kommen B und C. Ja, da ist noch mal viel Luft nach oben. So, dann schauen wir uns das Heilungsnavi an. Was muss man im Heilungsnavi programmieren, damit dieses Ziel auch verankert wird? Was muss ich tun, um die Identität des Patienten verlassen zu können? Also zum Beispiel auch die Vorteile, die ich habe, wenn ich Patient bin. Ja, wenn jemand sagt, ich bin schwerbehindert und habe das und den Vorteil hier im Parkplatz und frag mich nicht, wo ich immer sage, sind Sie denn bereit, darauf zu verzichten? Ja, es ist so, also Kleinigkeiten muss man schon ab und zu mal ein bisschen rumdenken. Also ich berate niemanden, wenn er von der MDE, von der Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30 auf 50 will oder von 50 auf 70, um mehr Vorteile aus der Krankheit zu ziehen. Das ist bei mir gar nicht drin, im Gegenteil. Von 70 auf 50 auf 30 auf 0, da sind wir schon eher dabei. So, dann schauen wir nach, wie kriegen wir die Resilienz noch ein bisschen gesteigert? Gibt es da was im Lebensstil, ja, wo man vielleicht noch was verbessern kann? Welche Blockierungen gibt es da? Wo muss die Selbstermächtigung einsetzen? Wo sind noch Attraktoren nachzubessern, wenn ich sie noch nicht alle erreicht habe, vielleicht bisher? Dann gibt es natürlich auch ein paar Sachen, die mir sagen, ich bin auf der Spur, auf der richtigen Spur. Ich weiche nicht zu stark ab. Das ist jetzt die Linie, die man da fährt, muss nicht so sein. Das ist schon ein bisschen eine breitere Bahn, aber ich nenne das mal den Fahrspurassistenten, der dann sagt, okay, pass auf, du bist gerade dabei, linke, rechte Grenze zu verlassen. Komm wieder in die Mitte. Und das Gleiche sind diese Benchmarks, das sind Kontrollpunkte, an denen wir erkennen, ob wir richtig sind. Also wenn einer sagt, ich will meinen Diabetes loswerden, Diabetes 2 ist heilbar, absolut. Dann haben wir den HbA1c und Insulinwerte und sowas, Laborwerte, an denen erkennen wir, dass es besser wird. Das sind diese Benchmarks. Ja. Antikörper gehen runter oder der Stressindex geht runter. Das heißt, ich kann physikalisch messen oder chemisch und sehe, dass es besser wird. Das gehört einfach mit dazu, damit ich mir nicht alles einbilden muss. Meine Einbildung ist auch schön, wenn man sich so gut einbildet, dass einem gut geht und es einem deswegen gut geht. Super Methode. Kann nur sagen, dranbleiben. Aber es gibt auch Benchmarks, wo man es dann messen kann.
So, und damit das alles funktioniert, kommt wieder mein Lieblingshologramm zum Einsatz. Ich muss den Patienten und der Patient sich auch, ja, beide, müssen wir den Fall, den Patienten von vielen Seiten betrachten. Nicht immer nur von einer, nicht immer nur von der Lebenssicht des Patienten, der das alles so traurig findet, oder von meiner optimistischen Sicht, der alles so toll findet. Irgendwo muss man schauen, was kriegen wir denn da noch an Möglichkeiten hin, dass man das, dass wir gemeinsam alle Facetten dieses Falles uns anschauen und sagen, wo können wir einsetzen und ansetzen. Das heißt, ich muss nicht nur Licht haben, um da reinzustrahlen, sondern den Winkel so verändern, dass ich alles sehen kann. Und wenn ich jetzt nochmal da reingehe, was die Elemente der Selbstheilung sind, also wo muss ich denn hinschauen, wenn ich, wenn es um Selbstheilung geht, dann muss ich erstmal wirklich schauen, wo bin ich denn? Also Ist-Analyse und Ziele muss ich schon drauf haben. Dann muss ich nachschauen, wie schaut die Ernährung aus? Brauche ich Supplemente? Ist das ein Patient, der aufgrund seiner Ernährungsform Nährstoffe nachfüllen muss? Oder muss er entgiftet werden? Wie ist es mit der Bewegung? Ist es ein Mensch, der sich gerne bewegt, der Ausdauersport schon treibt oder vielleicht mal ein bisschen was tun müsste oder gelenkig bleiben müsste, damit er halt auch die ganze Lebensenergie fließen kann? Wie ist es mit dem Lifestyle? Wie schaut es mit Genussgiften aus, wie Koffein, Alkohol, Zucker und so weiter? Wie ist Medien? Wie geht der Mensch mit Medien um? Ist es einer, der abends auf der Couch Netflix genießt und Chips isst? Also in der Kombination der gesunden Haltung vielleicht ein bisschen daneben liegt. Also solche Sachen kann man sich anschauen. Ja, Umgang, Freizeitverhalten, all das kommt damit rein. Dann natürlich auch bei der Ist-Analyse mit dabei, Symptome, Ursachen. Die kann man dann schon sehr schnell rausfinden mit den Gründen. Das kann ab und zu mal so 2 Monate dauern. Das ist nichts, was einem sofort auf dem Silbertablett serviert wird. Aber das ist normal. Das ist jetzt kein großer Umstand. Ich rechne nicht damit, dass man nach 4 Wochen alles schon wisst. Dann geht es in die Biografie. Was hat dieser Mensch erlebt? Wo waren seine Krisen? Wo waren seine Erfolge? Hat er die Erfolge selber bewirtschaftet, sozusagen initiiert oder war er Teil einer erfolgreichen Mannschaft und solche Sachen? Kann er das umsetzen? Ist es ein Mensch, der eher flieht, wenn schlimme Sachen drohen? Ist es ein Verweigerer oder ist es einer, der durchmacht? Weil das spielt eine Rolle, wenn man den Heilungsplan aufstellt. Welche Ressourcen haben wir zur Verfügung? Was können wir einsetzen? Was muss vielleicht erst noch entwickelt werden, nachgebessert werden, um dann zum Einsatz zu kommen? Und den Friedensprozess muss man uns anschauen. Wo ist dieser Mensch noch in der Opferrolle? Wo fühlt er sich noch als Opfer? Wo hat er vielleicht noch ein schlechtes Gewissen? Fühlt sich als Täter, aber ist gehemmt, weil er halt noch ein schlechtes Gewissen hat. Und all das kann man zusammenfassen und da wird dann ein Plan draus gemacht. Der Einstieg oder ganz häufig ist der Einstieg eine epigenetische Haarwurzelanalyse oder auch Laborwerte, hängt von der Erkrankung ab. Manchmal braucht man wirklich echte, konkrete Laborwerte. Hier, das ist ein Überblick über verschiedene Systeme des Körpers. Und ich kann herausfinden, wie sind die Belastungen durch elektromagnetische Felder, durch Sporen, durch Pilze, wie schauen die Antioxidantien aus, Mineralien, ist da der Haushalt da? Das ist ein riesen guter Überblick. Und ich kann, wie gesagt, auch die äußeren Sachen da recht gut abgreifen und kann sagen, vielleicht muss man im Äußeren, am Haus, im Garten, in der Umgebung was ändern oder Schutzvorkehrungen mit einbauen, die die Belastung reduzieren. Also ich bin zwar ein ausgesprochener Befürworter der psychosomatischen Medizin, also Psycho, dass man nachschaut, wo ist die Seele, aber wenn sehr viel physikalische oder chemische Belastungen da sind, muss man nicht an der Seele arbeiten, da muss man das mitmachen. Ja, hier sehe ich halt im Überblick, was da läuft, welche Lebensmittel jetzt gerade nicht so gut sind, obwohl sie vielleicht vertragen werden, welche Systeme so ein bisschen da sind. Und da, ich werde immer gefragt, was kostet das? Also so eine, wenn man die bestellt bei dieser Mit Absicht Gesund GmbH, kostet 197 Euro, kann man direkt auf der Website bestellen. Patienten zahlen nur den Laboranteil und die Mentees, die diesen Langprogramme buchen, die zahlen noch nicht mal das, das ist dann in dem Preis mit drin. Also das kann jeder sich dann so ein bisschen aussuchen. Und wenn man sich jetzt mal diese Interferenzen anschaut, zum Beispiel bei den elektromagnetischen Feldern, kann ich sogar sehen, in welchem Frequenzbereich die Störung ist. Ist das WLAN? Ist das Bluetooth? Ist das Handy alt, Handy neu?
TV-Monitore und sowas. Das kann ich bei dieser Untersuchung sehr genau feststellen. Und auch da kann man eben Schlüsse ziehen. Was gehört noch dazu zur Ist-Analyse? Eine Untersuchung mit einem Anti-Aging-Programm. Also das wird als Anti-Aging-Programm verkauft, damit es halt am Markt bestehen darf, ja, Zensur. Und mit diesem Programm kann ich sehr tief in die Systeme reinschauen und kann natürlich auch die Voralterung feststellen oder wo muss ich was tun, damit die Voralterung aufhört und dann eben so ein Anti-Aging draus machen. Geht schon. Und was ich aber hier sehe, und jeder kann diese Balken betrachten, die Länge der Balken hat eine Bedeutung, die Farbe der Balken hat eine Bedeutung und die Richtung der Balken. Und hier sieht man viele, viele lange Balken nach links. Obwohl es sich um körperliche Systeme handelt, wie Atmung oder HNO oder Haut oder irgendwas, das bedeutet, dass da eine hohe emotionale, psychische Grundlast da ist, die das auf der körperlichen Ebene zur Schau stellt, ja, auf die Bühne bringt. Also wir nehmen die Symptome auf der körperlichen Seite ernst, schauen hier nach und sehen aber, dass die wahren Hintergründe, also Ursache, Wirkung, ne, Gründe, auf der seelischen Seite liegen. Ich muss die Seele hier mit behandeln. Dieses Erdesystem, da bin ich Cheftrainer, das habe ich wirklich drauf. Das verstehe ich. Das kann ich mittlerweile blind machen. Das hat so eine Tiefenwirkung. Ich kann bis aufs Neuropeptid, bis auf das kleine Protein verfolgen, was da los ist. Wir können hier sehen, ist ein Mensch depressiv, weil er sich einen Pilz irgendwo eingefangen hat, der etwas ausscheidet, was depressiv macht? Oder hat er sich einen Pilz eingefangen, weil er depressiv ist und das Immunsystem eingeknickt ist und deshalb der Pilz kommen konnte? Also hier kann man Henne und Ei sehr schön verfolgen. Und das ist eine der Hauptuntersuchungen, die ich mache, wenn Patienten hier sind. Also das ist etwas, das ich nicht auf die Entfernung machen kann. Da muss der Patient dann schon gerne hier sein. Und das hilft unheimlich weiter, wenn eben zum Beispiel bei rheumatoiden Sachen, ne? Wenn jemand eine Psoriasis hat, Psoriasis, Arthrosen, da kann man nachschauen, okay, was ist der entzündliche Anteil, was ist der Autoimmunanteil und was ist der seelische Anteil der Autoimmunkrankheit. Das kann man dann wunderbar rausdröseln. Und ja, ich meine, das hat man dann vor Augen, Patient sieht das auch und sagt, oh Mist, der hat wohl recht. Und ich lächle dann immer, weil ich das ja nicht dann sage, dass es so ist, sondern ich kann es sogar zeigen. Also der ist ja unbestechlich, der Rechner hier. So, was wir noch machen, dass wir schauen uns mal an, wie erfüllt ist das Leben gerade, in welchen Bereichen hat es da vielleicht ein paar Einbuchtungen. Und da habe ich, wir fangen an mit dieser Achterlösung und im Laufe des Mentoring-Programms kommen noch andere Einschätzungen dazu, die eben mal 24 Felder haben oder noch ein paar mehr, dass man einfach anschauen kann, wo darf ich nachbessern und ist es eine Sache meiner Weltanschauung, meiner Sichtweise des Lebens oder ist es tatsächlich Fakt? Und ich erzähle immer dasselbe Beispiel, weil es einfach so erklärlich ist. Am Anfang von meinen Seminaren machen wir das auch und wenn Teilnehmer da sind, die sagen, ich habe gerade keinen Partner, geben sie sich bei Partnerschaft 20%. Also Mangel. So nach den ersten 3, 4 Stunden machen wir das nochmal. Und dann haben diese Patienten, diese Teilnehmer in dem Fall, plötzlich 80, 90% bei Partnerschaft, weil sie eingesehen haben, dass es gerade super ist, dass keiner da ist. Dass genau das nicht, die Nichtpräsenz eines Partners diesen Bereich Partnerschaft gerade so lebenswert macht, so erfüllt. Das heißt, aus einem 20% wird plötzlich ein 80%. Und damit muss ich mich um dieses Thema gar nicht mehr kümmern, weil ich es verstanden habe. Es ist eine Sache der Sichtweise. Und wenn ich das drauf habe, dass ich nicht leiden muss oder nicht unter meiner eigenen Sichtweise leiden muss, weil ich lernen kann, sie so zu verändern, dass das Leben einfach schön ist, wenn ich das mal begriffen habe, dann bin ich ja schon deutlich auf dem Weg der Heilung. Und dazu dienen diese Sachen. Dass man einfach sich mit sich selber beschäftigt in einer völlig anderen Sichtweise und sagt, hey, das Leben, wenn man es anders betrachtet, ist das Leben richtig gut. Ja, und der Colin Tipping hat ein paar interessante Bücher geschrieben. Eins heißt Radical Forgiveness und auf Deutsch heißt ich vergebe. Und einer der Kernsätze da drin ist, der sagt, nehmen Sie Ihr Leben nicht so persönlich. Ja, also mal wirklich schauen, was das Leben ist und was ich draus mache. Und ob ich das so machen muss, ob ich das nicht vielleicht ganz anders sehe.
Das würde ich mal ganz zu einem depressiven Menschen nicht sagen, du lächel doch mal, du streng dich mal. Das würde er nicht so kennen, aber wir können mal darüber nachdenken, warum man denn depressiv sein muss. Das ist ja ähnlich wie Zuckerkrank. Ja? Also Zucker, Diabetes 2 kann man heilen, wenn man will. Also Depression kommt man auch raus. Aber ich muss halt eine Alternative haben. Ich muss ein Ziel haben, das es wert ist, das zu erreichen, dann kann ich Diabetes aufgeben oder eine Depression. Aber wenn ich das nicht habe, wenn ich das Ziel nicht habe, dann soll ich einen Diabetes aufgeben. Also das sind so die Kernpunkte, dass es nicht um Gesundheit geht, dass es nicht darum geht, Symptome loszuwerden. Das kann im Vordergrund stehen am Anfang, aber die Gesundheit und die Heilung ist eine ganz andere Baustelle. Das ist eine Gesundheit und Heilung ist eine Transformation. Das ist ein nicht linearer Prozess. Da ist zum Schluss so eine Art Quantensprung, so ein nicht linearer Anteil, wo ich sage, wuh, ja, da bin ich dann drüber. Dass man sagt, da gibt es so einen Punkt der Nicht-Linearität. Was wir dann immer wieder machen oder auch immer hier, dass man Stress einfach messen. Wir haben einen Patienten, der war im März 21 hier mit einem roter Balken. Es geht in die beiden rechten Spalten, brauchen wir den roten und den blauen. Rot ist das Gaspedal, blau ist die Bremse. Die sollten alle im grünen Bereich liegen. Der grüne Bereich für Rot liegt zwischen 100 und 150. Der grüne Bereich für Blau zwischen 30 und 50. So. Also mit 500, knapp 500 Stressindex ist er deutlich zu hoch, 150 oben. Ne? Und mit 8 ist die Bremse deutlich zu niedrig, weil die bei 30 erst losgeht im Normbereich. So, dann hat dieser Mensch, wir sehen die Messzeiten, 16:40 Uhr, 16:47 Uhr, solange, also die erste Messung dauert immer so 6, 7 Minuten. Dann hat er 2 Minuten geatmet. Nur in einer speziellen Form geatmet. Ich zeige es gleich, wie das gemacht hat. Und hat um 16:47 Uhr, also nach der zweiten Messung, einen Stressindex von 98 gehabt, völlig normal, und eine Bremse von immerhin schon 14. Das heißt, allein durch das Atmen geht das runter. Und wenn man jetzt ein Stressprogramm macht, ein Anti-Stress-Programm macht, dann kann man mit diesem Test hier, also das war März, ja, dann kann man mit diesem Test ein Vierteljahr später zum Beispiel feststellen, im Juni, bei der Grundaufnahme, bei der Startaufnahme 124 Stressindex. Das heißt, im Normbereich nach einem Vierteljahr war das ein Stressprogramm gemacht und dann war messbar das so erledigt und die Bremse immerhin schon bei 19 in der Grundversion. Und der Stressindex sinkt, wenn ich diese Atmung mache, natürlich hier planmäßig ab, wie sich das gehört, immer im Normbereich noch. Und das Blaue geht hoch und ist dann fast im Normbereich, wenn ich es ein bisschen stimuliere. Also das war ein Vierteljahr. Geben Sie dem Patienten noch ein Vierteljahr, dann ist er fit, dann ist er nicht mehr stressbar. Dann hat er das gelernt. Dann hat er seine Stressresilienz sowas von hochgefahren, dass ihm nichts mehr passieren kann. Und man kann das messen. Also das ist auch so ein Benchmark. Ne? Man kann mit solchen Sachen kann man messen, klappt das oder klappt das nicht. Und ich finde es immer interessant, wenn ein Patient sowas sieht. Also, ne, schwarz auf weiß oder bunt auf weiß, sieht, dass es funktioniert, was er macht. Das ist ja echt, pass auf, wenn ich da weitermache, kann ich mich darauf verlassen, es wird in dieser Art weitergehen. Das ist sowas von motivierend, weil man es nicht glauben muss, man kann es tatsächlich sehen. Und was hat der Mensch gemacht? Also während der Messung, diese Atmung. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den offenen Mund. Das haben wir gemacht. Das ist primitiv. Wer hat Lust, das mal mitzumachen? Einfach so. Wer hat Lust, das mal eine Minute mitzumachen, wie das sich anfühlt? Ja? Pass auf. Also, ich gebe das mal vor. Wir machen das mit 5 Sekunden. Und 5 Sekunden heißt, ich zähle 21, 22, 23, 24, 25. Ich zähle nicht laut, weil ich ja mitatme. Also, auf meine Fingers achten bitte. Ne? Das ist die 21. So. Jetzt mal eine atmen. Und jetzt geht's los. Einatmen. Und durch den offenen Mund aus. Und wieder ein. Und aus. Und ein. Und aus. Ja, so einfach ist das. Und wenn man das 2, 3 Minuten macht, jeder Stressindex runter bei jedem. Also man muss schon sehr, sehr krank sein.
dass es nicht geht. Ich habe Patienten mit Vorhofflimmern, die kriegen sich aus dem Vorhofflimmern mit dieser Atmung raus. Also mit dir, oder es gibt noch so eine Variante davon, eine Fünferbox, und die kriegen sich mit Atmung aus dem Vorhofflimmern raus, weil sie gelernt haben, wo ihr Vorhofflimmern herkommt. Die haben so eine Art Frühwarnsystem mittlerweile entwickelt und die wissen, wenn ich jetzt weitermache, dann kommt Vorhofflimmern und fangen mit dem Atmen an, dann kommt gar nicht erst das Vorhofflimmern. Also das macht die Menschen so stabil, so zuversichtlich, dass ich sage, ich habe keine Angst vor dem Vorhofflimmern. Ich komme immer raus, wenn ich will, ohne Medikamente und ich kann es sogar verhindern. Das macht stabil. Ja, das heißt, das Vorhofflimmern ist keine Bedrohung mehr. Und wer das mal erlebt hat, ich habe es Gott sei Dank noch nicht erlebt, aber viele Patienten, die mir halt berichten, wie es denen geht, denen geht es sau schlecht. Da ist Lebensangst und Tod und Teufel dabei. Und wenn man das vermeiden kann und verhindern kann und weiß auch, warum man es verhindern kann, ist doch ideal. Ne? Darum geht es. Also es geht nicht um Done for You, irgendwas so wie eine Nadel schieben gegen Schmerzen, sondern es geht darum, eine Persönlichkeitsentwicklung zu induzieren, die einen aus der Identität des Patienten rauskatapultieren lässt und eine neue Identität, nämlich die des glücklichen Menschen, annehmen lässt. Das ist das Ziel von diesem mit Absicht gesund Script. Aufgeben des Patientenstatus hin zum glücklichen Menschen. Das kann in 12 Wochen gehen, ist nicht wahrscheinlich, aber es geht in 6 Monaten bei den meisten, in 9 und 12 definitiv. Aber man braucht nicht die ganze Zeit meine Unterstützung. Die braucht man in den ersten 3 bis 6 Monaten, ja. Und dann ist das eigentlich Selbstläufer. Dann hat man so viel gelernt, so viele Ressourcen, dass man das alles selber kann. Wenn wir mal in die Krankheitsursachen noch mal ein bisschen reinschauen, ich hatte vorhin schon gesagt, Umwelt ist eine der Gründe für, warum bin ich krank, wo liegen meine Krankheitsursachen. Und das sind die unendlich vielen Gifte, denen wir ausgesetzt sind, ob das Chemtrails sind, ob das Stoffe im Wasser sind, ob das Hormone im Trinkwasser sind, weil die über die Kläranlagen nicht rauskommen. Also es ist schon jede Menge Giftzeug bei uns in der Umwelt drin. Auch Lärm zähle ich mit dazu. Man kann aber was dagegen tun. Also ich kann mich schützen, ich kann entgiften, ich kann für mich selber Filter einbauen und verschiedene Sachen. Also da gibt es Möglichkeiten, was zu tun. Man sollte es auch tun. Und bei den toxischen Beziehungen da unten, da gibt es ja diese Energievampire. Und ich bringe das immer deswegen, weil 60 bis 70% der Ursachen chronischer Erkrankungen in toxischen Beziehungen liegen. Und das ist nicht immer der Partner. Das kann mein eigenes Kind sein oder Eltern oder Kollege, beste Freundin, sehr oft, übrigens auch beste Freundin, toxische Beziehung. Warum das beste Freundin heißt, werde ich nicht begreifen, aber es ist oft toxisch. Oder Kegelclub oder Orchester oder Chor. Also was es da alles gibt an toxischen Beziehungen, darf man einfach mal reinschauen. Oben kann ich, klar, kann ich biochemisch, physikalisch was tun. Unten muss ich prüfen, ob ich in dieser Beziehung bleiben will. Oder ob ich, wie ich mich da draus entscheide. Tun. Es geht wieder ums Tun. Ja? Auch wenn ich im Job einen Boss habe, der wirklich Bossing macht, also Mobbing von oben, muss ich nachschauen, muss ich da nicht vielleicht weg. Wenn ich einen Narzissten als Chef habe, Narzissten sind nicht behandelbar. Das ist eine Persönlichkeitsstörung. Da haben wir keine Chance. Wenn uns das bedrückt, wenn wir darunter leiden, weg. Gibt es keine Alternativen. Wenn der Narzisst nicht weg kann, müssen wir weg. Beim Mobbing, also ist das auf der gleichen Ebene, wenn von Kollegen gemobbt wird, kann man sich auch überlegen, ob man die Flucht antritt oder ob man versucht, vielleicht das Betriebsklima so zu beeinflussen, dass es Mobbing gar nicht gestattet. Ja, das ist natürlich ideal. Da zum Beispiel auch in der Schule, ich habe auch Schüler, Studenten eben in meiner Klientel, 12., 13. Klasse wird schon sehr viel gemobbt. Und da kann man jemanden sehr stabil machen. Und der, wenn der stabil wird, kann er dazu beitragen, weil er sich traut, das Klima in den Klassen so zu verändern, dass das Mobbing nicht mehr gewollt wird, nicht mehr geduldet wird und direkt dann vom Klassenverband eingestellt wird. Auch gut. Also solche Sachen kann man halt ran. Es gibt keine Leitungslösung von vornherein, die wird sich entwickeln, aber es gibt immer eine Lösung. Nochmal zur Rolltreppe. Also drüber nachdenken, was passiert, nehmen Sie mit dem Zettel, was passiert, wenn ich nichts tue, was erwartet mich, wann wird es schlimmer, wann werde ich dann so gehandicapt sein, dass ich das Leben nicht mehr autonom vielleicht kontrollieren kann oder so in eine Abhängigkeit gerate, die mir gar nicht recht sein wird. Also
frühzeitig da dran denken, dagegenhalten, wie würde sich mein Leben entwickeln, wenn ich was ändern würde oder könnte? Oder wenn ich was ändere, wie wird sich dann mein Leben verändern, wenn ich etwas ändere? Die beiden Sachen gegeneinander halten und nachschauen, habe ich so viel Energie, habe ich so viel Traute, so viel Mut, das ändern zu wollen? Ja. Kann ich, traue ich mir zu, aus der Komfortzone rauszugehen und mal was ganz Neues zu machen? Einfach mal gesund werden, wenn man so richtig volle Kanne gesund werden. Und deswegen, was ist denn da drin in dem Programm, was ich vorstelle? Dieses What's in it for me, das ist ein ganz alter Spruch aus Amerika drüben. Also was ist in dem Päckchen alles drin? Das sind 12 Wochen, also es geht um das 12-Wochen-Programm, die Programme sind auch länger, aber so das ist der Kern. 12-Wochen-Programm, Coaching, Mentoring, je nach Intensität, 1:1, immer 1:1, also diese Coaching-Sachen sind immer 1:1, Zoom, Telefon oder hier Präsenz in der Praxis. Oder ich bin auch schon mal nach Österreich geflogen, weil da habe ich drei Leute im selben Dorf gehabt, in derselben Gemeinschaft, meine ganze Firma. Dann fliege ich da auch schon mal hin. 2, 3 Tage, dann machen wir ein ganz intensives Programm dort vor Ort. Dann kommt diese Haaranalyse dazu, da kommt die Anti-Aging-Untersuchung, der Stress-Test. Wir schauen uns die Entgiftung an. Es kann sein, dass man mal auch noch eine Darmuntersuchung, dass ich die vorschlage, vom Dünndarm her, das SIBO oder vom Darm. Das sind Extrakosten, die sind nicht im Programm mit drin, klar, weil das Laborkosten außerhalb sind. Weil die liegen dann so mal noch mal 100, 200 € vielleicht drauf. Aber wenn ich glaube, dass sie es brauchen, dann schlage ich das auch so vor und wir machen dann aus den Ergebnissen halt auch was Sinnvolles. So, dann ist Mitgliederbereich, also die Community ist dann eben auch in der Zeit kostenfrei, also wenn das Programm länger geht, sowieso auch dann länger kostenfrei. Es gibt immer das Feedback auch zu den Hausaufgaben. Also ich lasse nicht nur irgendwas aufschreiben, so wie hier in dem, das ist mal nur sehen, sondern das wird man dann auch noch besprechen. Ich habe auch dann jetzt nach dem Webinar am Ende, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, falls Sie auch Fragen haben zu dem, was Sie aufgeschrieben haben. Da können wir gleich noch klären. Das ist mit dabei. Und wie gesagt, der Videokurs ist mit dabei. Da haben Sie dann immer Sachen zum Nachsehen, weil es halt Videoaufnahmen sind, zum Nachlesen, Dokumente und da sind auch ein paar Arbeitsblätter dabei, die man sich öfter mal ausdrucken kann. Das ist damit drin. Und wenn Sie wissen wollen, ob das für Sie überhaupt was ist, dann buchen Sie einfach so ein Orientierungsgespräch. Ich gebe den Link mal in den Chat. Also wenn Sie im Chat jetzt so einen Link sehen, wenn Sie den speichern, dann haben Sie schon mal etwas, wo Sie dieses Gespräch noch buchen können. Sie kriegen den Link auch zum Schluss nochmal und Sie kriegen auch von mir nochmal eine E-Mail mit der Aufzeichnung von dem Webinar hier. Und da ist der Link auch nochmal drin. Also wir klären immer vorab, ob das überhaupt was wird. Und da bin ich dann aber auch ziemlich offen, weil ich sage, ich kann mir das jetzt gerade nicht vorstellen. Oder ich sehe da eine Riesenchance und dann macht man das auch. Da habe ich mittlerweile ein sehr gutes Händchen dafür, herauszufinden, für wen das was ist. Also das ist da, das ist drin. Wie schaut das Programm aus von der Struktur her? Es sind 6 große Bereiche, 12 Wochen. Das ist jetzt nicht immer hundertprozentig exakt 2 Wochen. Viele Sachen werden angestoßen, dauern 4, 5 Wochen und es kommt etwas Neues dazu. Aber so grob als Block sieht man links die ganzen Tests, Stress und Anti-Aging, was alles dazugehört. Dann in den ersten 2 Wochen geht es wirklich darum zu sagen, was ist los? Was ist denn Ist-Zustand? Körper, Geist, Seele, Sozium, Spirit, dass ich mir Zeit und Gedanken, mir Zeit nehme, Gedanken mache. Wo bin ich denn? Wer bin ich denn? Das wissen die wenigsten. Alle wissen, was sie sind und wie sie sind, weil das von außen gesagt wird. Aber wer wir sind, wissen wir nicht. Und das wird auch in diesem Programm ganz klar, was ist denn unsere Kernpersönlichkeit, mit der wir dann arbeiten. Hochspannende Reise kann ich nennen. So, in einem zweiten Abschnitt, da geht es darum, die Wurzeln dazu finden, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Also Zusammenhänge erarbeiten, Krankheitsursachen rausfinden und schon die ersten Krankheitsursachen eliminieren. Das geht da schon los. Dann kommen im nächsten Schritt die Blockaden, die noch bestehen oder aktuell dazugekommen sind. Heilungshindernisse,
Therapiehindernisse, Therapieblockaden, das wird alles rausgefunden. Und in der Zeit laufen aber schon die ersten Sachen. Also wir arbeiten von Anfang an gleich mit Lösung, aber das heißt nicht, dass wir schon alles wissen. Wir wissen am Anfang ein paar Sachen mit Hintergründen und da fangen wir an. Sobald wir Ursachen und Gründe haben, geht's los. Und dann kommt das nächste, das nächste, das nächste. Und dann sind wir eben Woche 7 bis 8, da geht es dann darum, dass wir was für den Körper tun, für das Immunsystem, also für die Systeme, die wir jetzt dann später in richtiger, 100% toller Form brauchen oder dorthin wollen. Da geht es dann eben auch um Ernährung, um die, ich sag, das Verhältnis zur Nahrung. Das ist bei den meisten das Problem, nicht so sehr die Ernährung, sondern das Verhältnis zur Nahrung. Um die Supplementierung, vielleicht Entgiftung. Wann ist das sinnvoll? Entgiftung macht viele, viele Patienten, weil das so unprofessionell entgiftet wird. Und dann schauen wir nach bei diesen Emotional Liberation Techniques, also wo ist emotional noch etwas aufzulösen, was vielleicht seit der Kindheit oder vorgeburtlich schon besteht. Da gibt es dann so ein paar, soll ich sagen, Krankheitsursachen und Hintergründe, die entziehen sich am Anfang gerne mal so ein bisschen dem Zugriff. Und deswegen sagte ich vorhin schon, kann schon mal 6, 8 Wochen dauern, bis man an die letzten Reste kommt oder auch noch länger. Die sind dann jetzt dran. Und dann geht es zum Schluss nochmal darum, wie kann ich das stabilisieren, was ich schon erreicht habe und das fortsetzen, wo ich noch auf dem Steigflug bin, und damit ich dann auch Reiseflughöhe erreiche und dann einfach weiter segle. Das ist so grob das Programm. Das kann auch mal 13 Wochen dauern, mal 14. Das sehe ich dann nicht so eng. Wenn Sie eher ein längeres Programm gebucht haben, dann ist es egal, wie lange wir für den Start brauchen. Wir haben den Nachlauf ja auf jeden Fall. Also das 12-Wochen-Programm, 1:1, diese Checks gerade am Anfang, auch VNS, diese Stresstests auch zwischendurch, ganz klar. Wir wollen ja wissen, ob es funktioniert. Und immer wieder diese Hausaufgaben parallel, den Online-Kurs mitmachen. Und ich empfehle es halt, weil das ein strukturiertes Vorgehen ist, das man draußen nicht hat. Natürlich können Sie Videos anschauen, so viel Sie wollen, aber es sagt Ihnen keiner, welche sind sinnvoll, in welcher Reihenfolge und was sind denn die Konsequenzen. Und es schaut auch keiner nach, ob das eintritt, was die Videos Ihnen versprechen. Es ist immer ein ganzheitlicher Ansatz, also nie linear. Wir schauen immer nach, wo zeigt sich das noch, wo könnte noch ein Ursachenansatz sein, den wir sonst übersehen könnten, bringen deswegen wirklich 30 Jahre Erfahrung mit und ziele auf nachhaltige Ergebnisse. Nicht einfach so Strohfeuer, sondern das ist etwas, was ich auch halten soll. Und halten heißt, ich muss es verstanden haben. Wenn ich ein Programm nicht verstehe, dann mache ich das eine Zeit lang, aber dann fehlt der Drive. Dann weiß ich nicht mehr, warum ich das mache und dann gehe ich sofort wieder in den Sinkflug. Also ich muss das, was ich da tue, verstehen, akzeptieren und wollen. Und dann weiß ich immer genau, ist das, was ich jetzt gerade tue, auf meinem Weg, führt mich das zum Ziel oder lenkt mich das gerade ab? Und das ist wichtig, um Nein zu sagen, um Sachen eben nicht mehr zu tun, die uns früher abgelenkt haben. Wenn jemand eine Stunde Zeit hatte, mit Reels im Social Media Bereich zu verbringen oder 2 Stunden, was schon ganz, ganz häufig ist, der muss lernen, dass er das nicht einfach aufhört, das geht nicht, sondern dass er das mit einem Wecker macht. Dass er sagt, ich gönne mir jetzt 10 Minuten Reels. Und da darf er 10 Minuten Reels schauen, dann klingelt der Wecker und sagt, auch schade. Aber er hört auf und dann geht es weiter. Dass man diese Sachen mitnimmt, weil die in die Gesundheit Einfluss nehmen. Ja, wenn ich Kinder habe, die den ganzen Tag, als Babys sind schon oder als kleine Kinder, auf dieses Handy schauen, das heißt, ihre Augen zu einem festen Abstand zwingen, dann kriegen diese Kinder keinen Rundumblick. Die kriegen keinen Raumblick. Die werden immer wie Behinderte rumlaufen und tasten und keine motorische Feinheit entwickeln, weil die Augen gar nicht mitmachen können. Und ich brauche einen Tennisspieler, einen Jongleur oder ein guter Fußballer, der schaut doch nicht immer dahin, wo der Ball ist. Der weiß, wo der Ball ist und wo er hinkommt, weil er das alles mitbekommen hat und dann ist die Motorik dabei. Diese Kinder verlernen das. Die lernen es gar nicht erst. Und wenn ich eben einen Schüler habe, 14, 15, 16, 18 Jahre alt, selbst mehr Defizite wirklich, dann kommt halt raus, dass diese mentale Deprivation, ja, diese mentale Einschränkung oder Entwicklungshemmung auch mit diesen Sachen einhergeht. Und das sind dann schon mal ein bisschen härtere Programme.
da jemanden aus dieser Sucht rauszuholen. Aber ich muss nachschauen, was mache ich selber mit mir? Wo zwinge ich mir feste Abstände ein? Sitze stundenlang an so einem Bildschirm. Ich gehöre auch dazu, ich muss es professionell oft machen. Aber man muss auch die Zeilen einteilen und sagen, ich muss raus. Ja, ich muss Weitblick haben, Rundumblick. Ich muss das alles üben, meine Sinne üben. Deswegen nachhaltig, da gehört eben sowas mit dazu. Es ist ein hybrides Programm, ganz bewusst, damit viele Zeiten auch eben nicht in der Präsenz sein müssen, dass man eben nicht alle Zeit immer miteinander verbringen muss oder so flexibel ist, wo man gerade ist, wenn man Zeit miteinander verbringt. Dass halt vieles über Zoom geht, über Telefon auch, wo man einfach mal abstimmt, wie ist denn das im Prozess, was ist passiert, wenn einer sagt, boah, ich habe es erstmal es geschafft, meinem Chef nicht die Meinung zu sagen, sondern nicht zusammenzubrechen, sondern auf meiner Ansicht zu bestehen und die Forderung durchzusetzen. Und dann, auch wenn es nur ein Telefonat ist, sieht man, wie der gerade gewachsen ist. Ja? Also diese Feedbacks, die sind dann schon wichtig. Ja, es geht, deswegen habe ich da unten auch reingeschrieben, es geht nicht darum, dass man gesund wird. Das ist nicht eine Reise zur Gesundheit, sondern da geht es um Lebensfreude, da geht es um Vitalität, da geht es um Resilienz. Und deshalb empfehle ich das auch, weil es halt schon vielen geholfen hat. Ich war am Anfang, letzten Jahre war ich, ich sag mal, ganz bösartig gesehen, zu lasch. Ja, ich habe den Patienten zu wenig Druck gemacht, das falsch. Ich habe zu wenig nachgefragt, zu wenig Druck erzeugt, doch kann man schon sagen, zu wenig den Willen nachgefragt. Ich sage, das sind erwachsene Leute, die müssen sich doch selber motivieren. Nee, das werden sie nicht tun. Da habe ich mittlerweile meine Einsicht, deshalb dränge ich mich dann auch schon mal ein bisschen auf. Und Patient hat es mal gesagt, ich sitze meinen Coaches liebevoll im Nacken. Also ich schaue halt drauf, dass was weitergeht. Es geht nicht darum, dass ich Wissen vermittle. Es geht nicht schon natürlich da, wo es sein muss, vermittle ich auch Wissen. Aber es geht darum, das Wissen, das da ist, umzusetzen. Vieles von dem, was wir brauchen, wissen sie schon. Die haben es nur noch nicht umgesetzt. Und aus der Umsetzung, da ergeben sich dann die nächsten Fragen, wo man sagt, ach, wenn ich das so mache, dann kommt ja das auch noch mit raus. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dass man diese Sachen zusammenbringt. Da muss ich nicht mehr wissen, ich muss nur handlungsfähiger werden. Da, wo halt Defizite auch im Wissen sind, gibt es das. Ja, für Vitamine, für Fettsäuren, für das. Ja, gibt es genug Sachen, habe ich auch super Quellen, um Ihnen da das an die Hand zu geben, wo Sie das alles lesen können. Aber es geht darum, Umsetzungsstrategien zu erneuern, sodass man das auch ständig will. Und nicht, ja, wieder abtropft. Ganzen Tag lang habe ich nichts gegessen. Ich war ganz stolz auf mich und abends dann habe ich dann doch das Stück Kuchen gebraucht oder so. Also nachhaltig. Darum geht's. So, wenn Sie schauen wollen, wo es Seminare oder sowas gibt, um das vielleicht noch zu vertiefen, auf meiner Eventseite, da oben meißner.com Event, da kommen immer die aktuellen Sachen. Also da stehen dann auch so Seminare wie das hier mit drauf. Oder auf meiner Praxis-Homepage, dr-meister.de, da gibt es auch ein paar Hinweise, wie ich so arbeite, was man so machen kann. Und nochmal so, quasi zum Abschluss, was ist drin? 12 Wochen Coaching. Also das ist das 12-Wochen-Programm. Ich biete es an, ja, aber gerne im Zusammenhang mit dem 6-Monats-Programm, um sicher zu sein, was da noch kommt, dass das auch mit abgefedert wird. Und wer sich mal mit mir darüber unterhalten will, ob das was ist, der kann im Chat nachschauen, da steht der Link noch. Kann bei mir so ein Gespräch buchen. Und darf jetzt auch gerne Fragen stellen, denn damit sind wir jetzt am Ende dieses Webinars. Ich bedanke mich, dass Sie so lange durchgehalten haben und nehmen wir das wieder raus. Das ist gut. Da gibt es was zum Nachdenken. Denken Sie an Ihren Zettel. Was passiert, wenn Sie auf der Reuterbahn bleiben? Ja, was passiert mit meiner Lebensqualität vor allem, nicht einfach nur mit der Gesundheit? Und was könnte mit meiner Lebensqualität passieren, wenn ich eine Entscheidung treffe, um dann hochzugehen? Und mit dieser Idee entlasse ich Sie dann jetzt, wenn keiner eine Frage hat, in den Sonntag. Also bei mir ist ja auch Sonntag. Jetzt geht es mit dem Hund raus. Und den einen oder anderen werde ich gerne dann im Gespräch noch ein bisschen aufklären. Ich bedanke mich, dass Sie so lange durchgehalten haben. Freue mich, dass wir gemeinsame Stunden am Sonntag verbracht haben und wünsche Ihnen erstmal alles Gute.
Noch ein kleiner Hinweis: Am 17. und 18. 19. Also 3 Tage hintereinander gibt es eine Challenge. Von morgens früh um 9 bis halb 11, je 3 Tage hintereinander 1,5 Stunden diese Information, die ich jetzt gebracht habe, aber mit Tiefe. Also tauchen wir wirklich in die Sachen ein. 17., 18., 19., das ist Pfingsten, Freitag, Samstag, Sonntag, morgens 9 bis 10:30 Uhr für die Hardcore-Leute, ja, die sich das zumuten. 3 Tage hintereinander echt. Nur so ein kleiner Hinweis. Ansonsten einen schönen Sonntag, guten Appetit oder was auch immer Sie vorhaben. Ciao.